Verteilungskämpfe sind das hier. Um die letzten Zentimeter wird hier gekämpft. Wir verteilen nicht nach, von unten nach oben, sondern von links nach rechts. Richtig. So. Das ist aber komisch, dann sitzt der Mario in der Mitte. Ja, hi, willkommen. Fraktionssitzung, 19.04.2016. Wir haben 10.06 Uhr und bevor wir in die Tagesordnung eintreten, hat die Simone um ein Wort gebeten. Bitte schön. Ja, schönen Morgen, nur ganz kurz, wer ihn noch nicht gesehen oder kennengelernt hat. Wir haben einen neuen Schülerpraktikanten, der bei Jens im Büro sitzt, das ist der Emilio. Hallo. Wow, okay. Gut. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind und fange an mit Tagesordnungspunkt 0, öffentlicher Teil. Da geht es um die Genehmigung des Protokolls der 149. Sitzung von letzter Woche. Ist jemand dagegen, dass das Protokoll so bleibt, wie es ist? Dietmar. Ich frage mich schon seit geraumer Zeit, ob mit der Genehmigung oder der Genehmigung des Protokolls auch die Genehmigung des Protokolls über die nicht öffentlichen Teile gemeint ist. Wenn dem so ist, müssten die Teile des Protokolls vorab übermittelt werden, um diese in die Genehmigungsfragen mit einzuschließen. Ich blicke nach links und sehe, dann machen wir das halt. Gut. Könnt ihr mir per PGP? Ihr macht das schon. Gut. Dann gilt das natürlich heute noch nicht, weil heute gibt es ja noch nichts in den Fächern. Das heißt, wir reden über das öffentliche Protokoll, das, was nachlesbar ist, das, was auch veröffentlicht wird. Es geht ja darum, dass das, was dann ins Wiki kommt, auch das ist, was sozusagen dann gelesen und genehmigt ist. Bitte schön. Wo wir gerade bei den wichtigen Fragen sind, hat das irgendeine juristische Bedeutung, die Genehmigung des Protokolls? Ja. Es geht um die Veröffentlichung. Ah, okay, verstehe. Also bevor es veröffentlicht wird, solltest du drüber geguckt haben und sagen, drüber geguckt haben können und sagen können, das, was da steht, ist in etwa das, was ich gesagt habe. Veröffentlichung des öffentlichen Protokolls. Ich will nicht. Komm. Ja, na hier, Wiki und Webseite, Herr Kollege. Ich ziehe zurück. Gut. Könnte ja immer noch sein, dass jemand was von letzter Woche sagen will. Um mehr geht es ja gar nicht. So. Nee, wir haben das sonst nie gemacht, Mario. Es ist neu seit 8 Wochen. Seit ein paar Wochen, genau. Oder 12 oder 14, man weiß es nicht. Der Frank sagt gerade, er möchte sich enthalten. Ich frage also nochmal. Weil ich nicht da war, deswegen. Ist jemand dagegen? Du kannst ja trotzdem lesen. Deswegen hast du es doch gelesen. Ist jemand gegen die Genehmigung des Protokolls? Ich kann es nicht beurteilen. Möchte sich jemand enthalten? Nein, es hat sich auch niemand enthalten. Ja, dann hit drauf die Hände. Gut, Frank möchte sich enthalten. So, jetzt haben wir genug Spaß gehabt hier. Top 1, Feststellung der Beschlussfähigkeit, habe ich schon gemacht. Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Mir liegen im Moment keine Anmeldungen vor zu nicht öffentlichen Teilen. Ja. Yeah. Ich scroll nochmal runter. Also ich sehe hier in unserem Dings. Achso, das ist von Montag. Ja, da gibt es natürlich gibt es da nicht öffentliche Teile, jetzt wo du es sagst, aber die stehen. Okay, ich habe mich verguckt, es tut mir leid. Ich war im falschen Pad, habe falsch runtergescrollt. Jetzt bin ich richtig. Also nicht öffentliche Teile. Es liegen 1, 2, 3 nicht öffentliche, fraktionsnicht öffentliche und 1, 2, 3 nicht öffentliche, fraktionsöffentliche Teile vor. Gibt es noch mehr Anmeldungen für nicht öffentliche Teile? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Jetzt haben wir oben sonst immer stehen gehabt, wie viele Minuten. Jetzt muss der Grumpy mir eine Schätzung abgeben. Wie viele Minuten insgesamt brauchen wir? 60 Minuten. Ist jemand dagegen, dass wir nicht öffentliche Teile von etwa 60 Minuten abhalten? Jeweils. Jeweils? Nö, der Grumpy hat 60 gesagt. Immer in Gänze gedacht, alles klar. Möchte sich jemand enthalten? Okay, das ist auch nicht der Fall, dann haben wir das so einstimmig abgestimmt. Dann kommen wir zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario. Moin.
Pressestelle, ja, aus der letzten Woche, die Sachen habt ihr gelesen, insbesondere spannend, also es geht weiter mit den Nachfragen zur großen Anfrage Bertelsmann. Die werden weitestgehend direkt an Joachim weitergeleitet, wenn sie denn kommen. Das klappt auch, wenn es nicht mich erreicht, das finde ich sehr gut. Wir haben zum Wochenende gemacht zur Elternumfrage G8, G9 etwas. Das war sehr gut geplant, das hat hervorragend funktioniert. Und wenn man schnell, sicher und gut arbeitet, berichtet auch die WAZ. Das hat, klingt für den einen oder anderen hier verrückt, ist aber so. Für diese Woche planen wir neben dem Plenum was zu einzelnen, also wir planen zum einzelnen Anträgen etwas. Da arbeiten wir zum Teil mit Journalisten vorab exklusiv, beispielsweise zum Handyverbot in Schulen, weil Moni gerade reinkommt. Am Wochenende, jetzt am kommenden Wochenende, ist eine wichtige Veranstaltung, die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Nebenbei haben wir aber auch ein Fraktionentreffen, zu dem wir auch natürlich Presse berichten. Dazu kriegt ihr im Umfeld noch was. Des Weiteren gibt es immer mehr einzelne Anfragen, die mich erreichen, also direkt von Journalisten, zuletzt heute Morgen um kurz nach 8 vom WDR, der unbedingt ein Foto von Nico haben wollte, das wir natürlich ganz normal zusammenstellen und dann mit denen zusammenarbeiten. Es sind noch ein, zwei Sachen vorab im Köcher, wo wir dann gucken, was passiert. Und wir werden, so wie es ist, es momentan geplant, diese Woche die NRW-Korrespondentin der TAZ zu Gast haben in der Fraktion kurz, die sich insbesondere mit Oliver unterhalten möchte über die Änderung eines gewissen Systems mit Konstruktiv und so. Und wir hätten da mal was anzumerken. Das ist aber noch nicht bestätigt, an welchem Tag. Da komme ich dann auch wieder zu. Das war es, glaube ich, was ich so... Habe ich von gestern was vergessen? Tina? Der Rest geht auf den Weg, ne? Ja. Also wenn ich was vergessen habe, ist das routiniert in der Abarbeitung. Fragen, Anmerkungen, Ideen, Wünsche? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers Hartmut. Mit Mikro bitte für den Stream. Danke. Heute sind wir in Borken mit dem Car-Office und am Mittwoch in Gelsenkirchen, am Donnerstag in Wuppertal und am Freitag in Ennepetal. Wir sind also an allen Wochentagen vor Ort. Wir haben am Samstag eine weitere öffentliche Veranstaltung, das KVT-Treffen in Bielefeld, unmittelbar vor dem Fraktionentreffen. Was die Verfassungspiraten betrifft, haben wir jetzt die Wissenschaftler beisammen, die dort mit uns zusammenarbeiten wollen. Das Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung ist alles unterschriftsreif. Aber sie werden jetzt noch hinzukommen, der Professor Fiesan aus Bielefeld, ein Jurist, der Professor Krämer aus Bochum, das ist der Dekan dort der juristischen Fakultät, und die Frau Professorin, Frau Laskowski aus Kassel, auch eine Juristin. Damit hätten wir, was die Verfassungspiraten betrifft, eigentlich eine wunderbare Abdeckung, was die Zusammenarbeit mit den Universitäten betrifft. Dann ist es so, dass das Tool, darüber hatte ich ja schon mal berichtet, Research to Go, also eine Echtzeitbefragung, das ist jetzt einsatzbereit und das soll die Car-Office-Aktivitäten ergänzen, also mindestens ein, wenn nicht sogar zweimal im Monat um das Car-Office herum, natürlich mit Interviewern, die das ordentlich machen, Befragungen durchzuführen, die jeder, der auch hier im Landtag sitzt, verfolgen kann, wenn sie gestartet wird, einfach um Meinungsbilder abzufragen, kontinuierlicher Art. Da wird es darum gehen, dass wir Kernthemen der Piraten abfragen, und zwar kontinuierlich und immer wieder, um zu sehen, was sich dort bewegt. Der erste Einsatz könnte unter Umständen in Zusammenhang stehen mit den Verfassungsfragen, die ja als Postkartenaktion geplant sind. Da könnte man das eventuell auch ergänzend noch zu einsetzen.
Dann werden wir am 28.04. werden wir hier einen Workshop haben. Da geht es um eine Netzwerkanalyse, also die Frage, wie kommen wir eigentlich im Netzwerk vor. Wir versuchen jetzt gerade im Zusammenhang mit dem K-Office auch Facebook stärker zu aktivieren. Da bewegt sich auch ein bisschen, aber immer noch nicht genug eigentlich. Das müssen wir also ein bisschen angehen. Gestern aus der Referentenrunde zwei Anmerkungen. Einmal ist gefragt worden, soll es noch eine Helferkonferenz geben? Da gibt es wohl durchaus sehr interessierte Menschen, die bei uns schon dabei waren bei der Helferkonferenz und nachfragen, soll das nicht nochmal gemacht werden? Also der Wunsch besteht, ist angesprochen worden. Dann ein zweiter Hinweis aus der Referentenrunde, die Gamescom im August. Da haben einige Referenten stark dafür geworben, dass sich die Fraktion dort engagiert. Mabo hat sogar angeboten, er würde als Troll gehen unter Umständen. Das war nur, das kann man eigentlich nicht ablehnen. Ne? Gut, das wären alle Hinweise, die ich zu geben hätte. Gut, Nachfragen, Wünsche, Ideen, Anregungen. Ich sehe keine. Dann kommen wir zum Bericht des Vorstandsreferats aus dem KAX von gestern. Genau. Es gibt zwei Teile dazu. Einmal eine organisatorische Änderung oder die Bitte einer organisatorischen Änderung und kurz zum Inhalt. Der Kernarbeitskreis 1 hat gestern getagt, ganz normal von 12 bis 13 Uhr, hat auch verschiedene Themen aufgegriffen, Nikos Rücktritt kurz thematisiert, damit da auch die Informationslage gesichert ist, gab da aber wenig, also alles, gibt da ja auch keinen großen Diskussionsbedarf, alles im Statement gesagt. Dann wurde der BGE-Antrag, das weitere Vorgehen besprochen, Michel war da, das ist genau so, wie diese Kernarbeitskreise funktionieren sollen, hat da funktioniert, wurde mit den anwesenden Personen die Antragslage und das Vorgehen besprochen, eine der entsprechenden MDLs war direkt da, konnte das aufnehmen und ist jetzt relativ klar, wo es hingehen soll. Das dritte Thema war Sicherheit, das war genau das Gleiche, Frank war auch da, wir haben aufgrund der Presselage gestern zu den Sicherheitsschleusen etc. im Bereich des Köln-Bonner Flughafenwasser und des Düsseldorfer auch noch. Nur das Köln, ja. Wurde auf die Presselage hingewiesen, dass das Thema wird, dass es auch Thema im Innenausschuss ist. Die Referenten haben da mit Frank zusammen bestimmte inhaltliche, argumentative Linien diskutiert, die auch durchaus sinnvoll waren. Also da auch wieder ein Beispiel, genau so hat das funktioniert. Kam direkt zum Adressaten und so soll das sein. Das letzte war das Nullwachstum, also die aktuelle Stunde vom der CDU, die ja auch dann angenommen wurde. Es war da schon mehr oder weniger klar, dass das kommt. Da wurde auch auf die inhaltliche, Linus war da auf die inhaltlichen Punkte eingegangen und danach nicht mehr im Arbeitskreis, aber eben auf informellen und auf persönlichem Wege haben wir auch schon mit Joachim kurz drüber gesprochen. Also das ist auch genau so, wie es funktionieren soll. Da ist der Input, da sind verschiedene Leute und dann kommt das auch direkt zu den Personen, die mit den Informationen dann parlamentarisch weiter agieren müssen. 2 und 3 Kernarbeitskreise sehr dünn, da komme ich ja gleich nochmal zu. Und Kernarbeitskreis 4 hat auch getagt in ja, normaler Stärke, sagen wir mal. Was da genau inhaltlich passiert war, ist mir allerdings nicht bekannt. Gibt auch noch kein Protokoll, soweit ich sehen kann. Aber der Kernarbeitskreis 4 ist funktioniert, genau wie der Kernarbeitskreis 1. 2 und 3, und da hatten wir schon vor der Osterpause drüber gesprochen, wenn es weiter mit dieser dünnen Besetzung passiert, sollte man drüber nachdenken, die zusammenzulegen. Und zwar damit aus 4 3 Kernarbeitskreise werden, und zwar von 12 bis 13 Uhr Kernarbeitskreis 1, der sich, wie gesagt, ja auch bewährt hat. 14 bis 15 Uhr, also in diese Pause über Mittag, 14 bis 15 Uhr Kernarbeitskreis 2, Transparenz und Demokratie und Menschenrechte, dann zusammen. Und Kernarbeitskreis 3, 15 bis 16 Uhr direkt vor der Referentenrunde. Das macht Sinn, allein schon wegen der Personal,
Decke oder wegen der Anwesenheit. Ist das sinnvoll? Es war vorher schon klar, dass das so kommen könnte. Das sollte dann auch schnell so gemacht werden, weil es keinen Sinn macht, da irgendwelche Leute, Lara in dem Fall und andere, unnötig zu belasten, dass sie dann noch formal irgendwie sitzen müssen, weil sie den ja leiten. Zudem haben wir die Möglichkeit, dass wir mit Kernarbeitskreis 1 die aktuellen Sachen abdecken, Kernarbeitskreis 2 auch zum Beispiel Gäste haben, dass wir auch also eine Möglichkeit haben, Gäste einzuladen, wo dann mit denen diskutiert wird, was ja auch schon mindestens dreimal passiert ist, eben auch in eine dieser zwei Kernarbeitskreise, die in der Mitte lagen oder liegen. Das hat ein Referent Sebastian hervorgehoben, dass das eben sinnvoll ist. Da ist man dann eben auch ein bisschen flexibler. Und Kernarbeitskreis 3, der sich mit Digitalen beschäftigt, ist ja auch außer Konkurrenz sozusagen. Ja, das war's. Und genau, der Hinweis, das hat man schon gesagt, mit der Gamescom, das war gestern, haben sich alle Referenten dafür in mehr oder weniger stärkeren Worten dafür ausgesprochen, dass es auf jeden Fall genutzt wird. Da ist das Klientel mal auf einem Ort versammelt. Jo, vielen Dank. Tom, eine Nachfrage von Hartmut. Da es ja einen Beschluss zu den Kernarbeitskreisen gibt, es gibt ja 4 Kernarbeitskreise, würde ich dafür plädieren, dass wir die organisatorisch, also 2 und 3, zusammenlegen, wie der Tom das gerade verabredet hat, und dass es dafür die Zustimmung der Fraktionen gibt und dass wir dann heute dementsprechend auch die Referenten informieren. Also ich halte es für sinnvoll, dass wir es schnell machen und zügig machen. Also Zusammenlegung der Arbeitskreise 2 und 3, dann haben wir auf 14 bis 15 Uhr, sodass wir eine Stunde frei haben, die wir eventuell nutzen können, wenn mal Vertreter von außen kommen. Gut, dann würde ich einfach darum bitten, dass du für nächstes Mal einfach eine Beschlussvorlage machst, dass wir das beim nächsten Mal dann abstimmen können. Gut. Gibt es sonst Nachfragen oder Anmerkungen zu dem vorgetragenen? Nein, das ist nicht der Fall. Gut. Dann kommen wir zu Top 5. Vorbereitung der Plenarsitzung morgen, übermorgen. Der 22. steht da noch, aber den gibt es gar nicht. Ich mache den mal weg im Pad. So, ich gehe mal in das Plenarpad. Die Tagesordnung sieht vor für Mittwoch eine Unterrichtung durch die Landesregierung zum Thema Panama Papers. Dazu gibt es einen Antrag der CDU und einen Antrag von Rot-Grün. Mit direkter Abstimmung, Referent, Redner und Abstimmungsempfehlungen und Zielrichtungen sind da. Dann haben wir eine Aktuelle Stunde zum Thema Videoüberwachung. Das ist unsere. Frankfurt reden, hier fehlt noch Referent und Zielrichtung. Du nickst, kommt okay, gleich, okay, kommt gleich. Ja. Nee. Möchtest du das nochmal ins Mikro sagen, damit das alle mitbekommen? Nein, gut. Alles klar. Wie gesagt, Aktuelle Stunde zum Thema Videoüberwachung. Unsere Zielrichtung, ja. Komische Zielrichtung. Drittens, Gesetz über... Gesetz über Feststellung des Nachtrags zum Haushaltsplan. Da gibt es Referent, Redner und Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung. Dann haben wir 4, Zukunft führen, mit Kindern und Jugendlichen gestalten, Planungssicherheit für die Träger der Kinder- und Jugendarbeit erhöhen. Referent und Redner stehen da, Abstimmungsempfehlung und Zustimmung und Zielrichtung. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung und Zielrichtung. Daniel, Herr Redner. Ja, kommt noch, okay. 5. Kalte Enteignung von Dieselfahrzeugen durch die blaue Plakette verhindern von der FDP. Da gibt es eine Zielrichtung, einen Redner, eine Abstimmungsempfehlung, einen Referenten. 6. Kein generelles Handy. Also ich werde da anders stimmen, habe ich geschrieben. Und eine Diskussion. Deshalb ist es schön farbschattiert. Okay, und eine Diskussion, die sich dann jeder durchlesen und der sich jeder anschließen mag. Also ich bin schon schlau, wenn wir bei strittigen Themen in der Fraktion... Dann melde dich doch einfach, wenn du was sagen möchtest. Ah, sitzt neben gut, dir. Toso. Also vom Inhaltlichen, auch wenn Olli schreibt, dass kalte Enteignung ein Kampfbegriff ist, es ist eine kalte Enteignung. Die Bundesregierung und die anderen europäischen Regierungen kriegen es nicht auf die Kette, gegenüber der Autoindustrie vernünftige... Messzahlen durchzusetzen und Werte, was die Karren ausstoßen dürfen. Und alle 2 Jahre kommen sie jetzt damit rüber und sagen, liebe Leute, ihr dürft nicht mehr nach Hause fahren. Wir haben wieder neue Grenzwerte festgelegt. Gut, kriegen wir mit der Industrie nicht hin, aber ihr zahlt das jetzt.
Und das finde ich kacke. Und das werde ich auch nie mitmachen. Das ist das zweite Mal jetzt innerhalb von 2 Jahren. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dementsprechend ist diese blaue Plakette einfach nur Dreck. Die sollen gefälligst ihre Hausaufgaben im Bund und in Europa machen und mindestens so die gleichen Werte wie in den USA schaffen und das dann bitte bei Neuzulassungen durchsetzen. Aber nicht bei Leuten, die gerade, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 20.000 und 50.000 Euro für ihre Karre ausgegeben haben und dann irgendwie 5 Kilometer weiter parken dürfen, weil sie nicht mehr nach Hause fahren dürfen. Und diese Geschichte, ha, wir lassen die Kommunen das mal selber regeln, das ist doch wegducken. Das ist nichts anderes als das politische Rückgrat nicht haben. Das ist totaler Scheiß und dementsprechend, ich werde dem Antrag zustimmen, kurz, knapp, knackig. Jo, blaue Plakette, alles. Du bist ja auch ein Betroffener, Toso, wie du da schreibst. Ich glaube, es gibt so ein paar Millionen Betroffene in Deutschland. Ich denke, man könnte auch mal versuchen, die alle auf die Straße zu bringen, und zwar ohne Auto. Das wäre ja mal eine Geschichte, die wir vielleicht anstoßen könnten in NRW. Leider fällt er aber auf die FDP rein. Also, die FDP ist mit Schuld dafür, dass es die Situation überhaupt gibt. Die FDP hat mit allen anderen Parteien, und die Grünen gehören mittlerweile auch dazu, die im Bundestag schon mal waren und sind, dafür gesorgt, dass wir überhaupt in der Situation sind, dass Dieselfahrzeuge wieder besseren Wissens hier in Deutschland halt gepusht werden, so dass mehr Dieselfahrzeuge mittlerweile verkauft werden als Benziner und sogar steigend, obwohl jeder dieser Politiker, die damit was zu tun haben, wussten, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden und dass man ein Problem bekommt in diesen Umweltzonen. Und mal abgesehen von der blauen Plakette, eigentlich nach dem Grundsatz, diesem Falschgeldgrundsatz, wer Falschgeld hat, darf es ja auch nicht ausgeben, wenn er weiß, dass es Falschgeld ist und es weiterverwenden, auch wenn er gar nicht betrogen hat, sondern jemand anders das Falschgeld gemacht hat, müsste man eigentlich ja den Dieselfahrzeugen die grüne Plakette gegen eine rote austauschen und scheißegal auf die blaue Plakette. Und dann darf man jetzt schon nicht im Ruhrgebiet mit seinem Dieselfahrzeug fahren. Theoretisch. Dass das praktisch ein Problem darstellt, weiß ich. Deshalb ist die blaue Plakette an der Stelle im Grunde nur was, um was zu korrigieren, jetzt aus der Umweltministersicht. Jetzt kommt, also die sind ja dafür verantwortlich, dass sich überhaupt diese Sache gebildet hat. Die Nähe der Automobilindustrie zur Politik wird jetzt ja nochmal von Greenpeace seit heute schön dargelegt. Und jetzt kommt die FDP und macht eine glasklare, reine Klientelpolitik und sagt so, wir vertreten jetzt mal alle Dieselfahrer und tun so, als ob wir deren kalte Enteignung, wie sie es schön als Kampfbegriff nennen, schützen würden. Und ich sehe schon die Kommentare vor mir, beziehungsweise ich habe solche Kommentare gelesen, dann unter entsprechenden Artikeln, die heißen, diese blöden Politiker, gemeint sind allerdings die jetzt die blaue Plakette einführen wollen, nicht die jahrelang alles verkehrt gemacht haben, diese blöden Politiker, ich werde trotzdem, selbst wenn ich mein Dieselfahrzeug nicht mehr in der Innenstadt jetzt benutzen darf, wenn mein Kind krank ist, dann fahre ich trotzdem mit dem zum Arzt. Es kann doch nicht sein, dass mein Kind, wenn es krank ist, leiden muss, nur weil ich mit meinem Diesel nicht zum Arzt fahren kann. Solche Kommentare habe ich gelesen. Ja? Schöne Sache, so aus Sicht der FDP. Wir emotionalisieren das total, wir kriegen auch noch Kinder rein. Aber das ist natürlich total, das ist natürlich kranke Kinder, das ist natürlich alles totaler Blödsinn. Es ist doch klar, dass es nicht so ist, dass wenn jetzt irgendwie eine blaue Plakette kommt, selbst wenn sie kommt, sofort alle Leute, die einen Diesel fahren, nicht mehr in die Innenstadt fahren können. Aber dieser Eindruck wird erweckt und das schon alleine ist schlicht und einfach unverantwortlich von der FDP. Das ist ein sehr unverantwortlicher Antrag. Und irgendwas muss ja
Ich werde in der Rede, die ja noch nicht fertig ist, deshalb ist das jetzt nicht die Rede, die ich halten werde, nicht mich hinter die blaue Plakette stellen und sagen, wir brauchen dringend eine blaue Plakette, weil das Problem liegt woanders. Aber wir können nicht jetzt sagen, wie der FDP-Antrag es tut, das mit der blauen Plakette ist blöd, macht sie weg und ansonsten machen wir aber weiter so. Das funktioniert nicht. Wir müssen schon darauf achten, dass auch zugunsten der Automobilindustrie, die sonst einfach verschwindet, siehe VW, und das ist kein Witz, sondern das ist mit anderen Industrien in Deutschland auch passiert. Wir hatten auch mal eine aufstrebende Textilindustrie oder sowas. So. Und es ist wichtig, das, was passiert und dass die Dieselmotoren schlicht und einfach in sehr kurzer Zeit nicht mehr die meistverkauften in Deutschland sind, weil aktuell haben die eingerichteten Umweltzonen ja überhaupt keinen Effekt. Wird sogar in dem FDP-Antrag gesagt, es wird nur der falsche Schluss rausgeschrieben, der hat keinen Effekt, weil die Diesel alle grüne Plaketten bekommen haben und die Diesel zugenommen haben. Natürlich ist dann der Stickstoffoxidausstoß größer als vorher. Ja, weil das ist aber kein Fehler sozusagen der Idee der Umweltzone, sondern das ist ein Fehler, dass die falschen Fahrzeuge sich erhöht haben, also eine Anzahl erhöht haben und die auch noch eigentlich gar nicht die Grenzwerte einhalten, die so eine grüne Plakette braucht. Und da muss also was passieren. Das heißt, Dieselfahrzeuge werden auf jeden Fall zurückgehen in der Anzahl und dann und Diesel müssen unattraktiver werden. Dann nimmt natürlich zu einem gewissen Grad auch der Verkaufspreis eines Gebrauchtwagens ab. An der Stelle, das gibt es in sehr vielen anderen Fällen auch, wenn die Politik etwas entscheidet. An der Stelle kann man aber nicht so viel tun. Natürlich musst du die alten Diesel nicht verbieten. Wenn du was sagst, bitte mit Mikro. Du musst die alten Diesel nicht verbieten, ich reagiere auf Dirk. Aber natürlich ist es so, dass dann Gebrauchte, wie viel weiß man nicht, einen gewissen Betrag weniger wert sind, wenn Diesel nicht mehr, zum Beispiel... Achso, ist Block 2. Die Landesregierung hat ihre Redezeit überzogen. Ich werde den anderen mehr Redezeit geben. Danebot, dann Toso, dann Joachim. So, jetzt geht's. Grobmotor, Rücker und Wurstfinger. Es geht also hauptsächlich um Stickoxide jetzt bei dieser Sache und nicht so sehr um Feinstaub. Ne? Es ist mittlerweile so, dass auch Benziner, die modernen Benzinmotoren, relativ viel Stickstoffoxide ausstoßen. Das ist nicht nur Diesel. Und wenn die FDP sich in so einem Antrag zu Umweltschutzfragen äußert, kann das nichts anderes sein als Heuchelei. Das ist tatsächlich so. Reine Symbol- und Klientelpolitik. Wir haben ein ganz massives Stickstoffproblem durch Verkehr, durch Industrie. Überall, wo auf hohem Energieniveau verbrannt wird, reagiert Luftstickstoff mit dem Sauerstoff und wir kriegen Stickoxide und eine Überdüngung überall. Haber-Bosch-Verfahren, Kunstdünger, überall, wo du hinguckst, haben wir ein Stickstoffproblem. Und ich weiß nicht, warum die FDP jetzt ausgerechnet an diesem einen Punkt anfangen will. Beziehungsweise das Problem ist immer wieder das Gleiche. Die suchen sich irgendwas, sie haben ein Problem, das sie nicht gelöst kriegen und suchen sich irgendwas, wo sie zumindest tun könnten, als würde es ein bisschen was lösen. Beim Feinstaub war es dasselbe, die wurden verklagt, die Städte, die Feinstaubkonzentration war zu hoch. Die Gründe für den Feinstaub sind nicht der Verkehr alleine, aber beim Verkehr konnte man ansetzen, meinte man, das hat wenig Erfolg gehabt, was die Feinstaubreduktion anging, aber es hat den Erfolg gehabt, dass viele Leute angepisst sind und gesagt haben, scheiß Umweltschützer. Und genau dieselbe Nummer machen sie jetzt mit dem Stickstoff auch. Das ist halt auch ein bisschen der Hintergrund, der dahinter steckt. Da meinen Sie, dass sie rangehen können? Und also ich würde dem FDP-Antrag in dem Bereich einfach nicht zustimmen. Einfach, weil er Heuchelei ist. Und die Probleme nicht angeht, die wir wirklich haben, und Unfug ist. Oh. Jetzt schon darfst du. Okay, fangen wir vorne an. Der FDP-Antrag ist selbstverständlich purer Populismus. Und selbstverständlich haben die dazu beigetragen, dass es diese rigiden Grenzwerte erst gar nicht gab auf Bundesebene und auch auf Europaebene.
Deshalb wäre es total toll, wenn wir da einen Entschließungsantrag zugeschrieben hätten und nicht in den gleichen gegenteiligen Populismus verfallen wären. So, wir verfallen gerade in den gleichen gegenteiligen Populismus. Dass Dieselfahrzeuge die letzten rund 30 Jahre gepusht worden sind, hat nichts mit irgendwelchen Umweltscheiß zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man gerne der Industrie das Produkt zwischen Schweröl und Leichtbenzin zum Verkaufen gebracht hat und dabei helfen wollte. Und deswegen besteuert man Diesel günstiger und das schon seit Jahrzehnten. Und nur das macht den Preisunterschied wett, den es kostet, ein Neufahrzeug mit Diesel anzuschaffen, der im Schnitt zwischen 1.000 und 5.000 Euro pro Fahrzeug liegt. So, da war von Umweltschutzgedanken vor drei Jahrzehnten überhaupt noch nichts geprägt. Hast du ein Auto, was 30 Jahre alt ist? Kommen wir weiter. Wenn wir alle Autos hätten, die 30 Jahre alt wären, wäre scheißegal, was die verbrauchen und was die hinten rausschmeißen. Es wäre nachhaltiger, als neue Autos alle zwei Jahre zu produzieren und es wäre für die Umwelt sinnvoller, weil die Neuproduktion von Kraftfahrzeugen, gerade auf unserem Niveau, bringt viel mehr Giftstoffe und Schadstoffe in die Umwelt, als so eine Karre überhaupt verbrauchen kann in ihrer Lebenszeit. Deshalb habe ich mich sehr geärgert, dass ich meinen VW T4 2,4 Liter Diesel, Saugdiesel, der ungefähr gar keinen Stickstoff raushaut, sondern nur Feinstaub in Anführungsstrichen, abgeben musste nach zwei Jahren nach der Einführung der Plakettengeschichte. Und der Preisverlust, der ist nicht ein paar Prozent, sondern der beträgt zwischen 80% und 90% bei der Einführung solcher Späße. Das ist, ich habe dir zugehört, danke. Selbstverständlich nur, wenn eine Umweltzone da ist. So. Das ist Enteignung, nichts anderes. Gleichzeitig hat man VW das Schlupfloch gelassen, nicht daran mitarbeiten zu müssen, Filter zu entwickeln. Die mussten noch nicht mal die technischen Daten rausgeben, sodass Dritthersteller Filter entwickeln konnten. Das haben die alle schön als Closed Shop gemacht. So, unsere Umweltengel sind hier alle rumgeflogen, haben gesagt, hey, wird alles grün. Was zur Folge hatte, ist, dass die Neufahrzeuge, deren Motoren und Abgassysteme auf die Filterung von Feinstäuben, gerade bei Diesel, getrimmt worden sind. Was mehr ausstoßen? Stickstoff. Man kann technisch kein perfektes System entwickeln. Wenn man auf der einen Seite was besser machen will, muss man auf einer anderen Seite meistens was schlechter machen. Und bei der Filterung von Feinstäuben aus den Abgasen von Dieselfahrzeugen hat man sehr wohl wissend in Kauf genommen, dass man dafür anteilsmäßig und auch mengenmäßig mehr Stickstoff produziert. Jetzt zwei Jahre später zu kommen und sagen, jetzt ficken wir euch nochmal und sagen, ihr verkauft die Karren wieder mit 80-90% Abschlag, weil jetzt machen wir eine Plakette auf Stickstoff, ist Leute verarschen, nichts anderes. Und es ist eine Enteignung und wir zahlen hier und die Leute, die sich auf Politik eingelassen haben, zahlen hier den Preis dafür, dass alle zwei Jahre das Fähnlein nach dem Wind gehangen wird. Was wir hier machen, ist nichts anderes als eine Subvention für große Autokonzerne, ohne dass die sich technisch bewegen müssen. Das kann man machen, sind wir aber halt nicht schlauer als alle anderen. Ich empfehle einen Entschließungsantrag, wo wir diese ganzen Sachen aufschreiben und dann da auch vernünftig zur Stellung nehmen. Danke. Ja, danke. Ich stelle mit Freuden fest, wir haben mindestens drei sehr, sehr sachkundige Bürger zu diesem Thema hier in der Fraktion, als Abgeordnete, als Mandatsträger. Das ist erfreulich. Gerade Olli, du, vor allen Dingen die Länge deines Redebeitrags zeigt ja auch von dem Feuer, was du da reinsteckst. Du musst dir aber auch, obwohl das eine Anerkennung ist, mal anhören. Du bist da sehr detailverliebt. Das Thema dieses Antrags ist für mich nicht das Dieselfahrzeug und das, was für Umweltschäden ist, sondern das Thema dieses Antrags ist der politische Stil der FDP. Und den gilt es anzugreifen und das deutlich zu machen. Rosinen picken, um Wählerstimmen buhlen und gleichzeitig vom Länderfinanzausgleich keine Ahnung haben. Das ist das aktuelle Programm der FDP. Und ich möchte bitte bei demjenigen, der dazu redet, das in der Rede raushören können, damit ich auch klatschen kann. Danke. Ja, Monika, dann Frank, dann Olli. Ich gehöre jetzt nicht zu den Fachleuten zu diesem Thema, sondern höre mir das im Grunde hier gerade mehr oder minder zum ersten Mal an. Und ich verstehe die Argumentation sowohl als Umweltsicht, aber auch Tosus-Argumentation sehr gut. Und ich überlege gerade, wie können wir damit umgehen. Ich fände einen Entschließungsantrag, was du vorgeschlagen hast,
total wunderbar. Ich würde das gerne unterstützen. Ich glaube aber auch, dass es die Möglichkeit gibt, diese Schere auch zu beschreiben, diesen Umweltgedanken und das, was du gesagt hast, um sich möglicherweise bei so einem Antrag auch begründet zu enthalten, dass man diese beiden Seiten der Geschichte tatsächlich darstellt, um sich da zu enthalten, beziehungsweise abzulehnen, wenn wir was Besseres haben. Also insofern finde ich den Entschließungsantrag eigentlich die beste Option, den wir haben. Da ist die Frage, ob das überhaupt in der Kürze der Zeit jetzt bis morgen, ob das funktioniert. Das müsste der Olli dann ja auch letztendlich wissen. Ja, ich wollte das nur unterstützen, weil ich habe auch natürlich gemerkt, dass wir mindestens zwei sehr valide Argumentationen hier hatten und dass sie einfach die Beteiligten finden und einen Antrag machen. Gute 24 Stunden haben wir dazu. Ein Entschließungsantrag hat nicht viele Seiten, aber kann vielleicht diese beiden Positionen zum Ausdruck bringen und dem könnten wir dann auch, denke ich, alle zustimmen. Zeit habe ich nicht für einen Entschließungsantrag. Ich bin aber auch so dagegen und zwar schließe ich mich Joachim an der Stelle an. Das Problem ist, vielleicht war ich eben zu detailverliebt, das Problem ist eben, dass die FDP hier, was habe ich eben gesagt auch, etwas Unerlaubtes tut. Sie macht irgendwas kaputt sozusagen und stellt sich dann vorne hin, um diejenigen, die Opfer sind, zu verteidigen. Das geht einfach nicht. Natürlich, deshalb sagte ich ja eben, die blaue Plakette ist hier eigentlich nur vorgeschoben. Natürlich ist es so, dass eine blaue Plakette letztendlich, wenn man sie so einführen würde, wie es Toso dargestellt hat, blaue Plakette sofort Umweltzone und die Leute ohne blaue Plakette dürfen nicht reinfahren, ist schon wieder eine Subvention der Automobilindustrie. Das ist richtig und zwar auf den Rücken derjenigen, die das entsprechende Auto haben. Das ist richtig. Aber darum geht es nur vordergründig in dem Antrag. Deshalb möchte ich überhaupt nicht die blaue Plakette verteidigen an der Stelle. Sozusagen sollen den Antrag aus anderen Gründen ablehnen. Wenn man einen Entschließungsantrag macht, nimmt man den Antrag sehr ernst. Außerdem hatten wir im letzten Plenum erst einen Antrag dazu. Zu dem Thema. Nein, er ist nicht scheiße, weil er von der FDP kommt, sondern die Intention des Antrags ist scheiße. Die FDP darf ja gerne einen guten Antrag stellen. Ich stimme auch für Anträge der FDP, so ist es nicht. Ja, also erstmal danke für die wirklich guten Ausführungen in inhaltlicher, fachlicher, umweltpolitischer, verkehrspolitischer Sicht und Hinsicht von dir, Olli, und auch von dir, Toso. Kann es denn nicht sein, ich stelle das einfach mal nur als Frage in den Raum und bitte euch das, oder dich insbesondere, Olli, das auch nochmal zu durchdenken. Kann es nicht sein, dass all das, was jetzt hier gesagt worden ist zu diesem Antrag beziehungsweise zu den Hintergründen der Verkehrs- und Umweltpolitik und der blauen Plakette und den Umweltzonen und Stickstoff- und Feinstaubbelastung, dieser Antrag doch eigentlich in der Hauptzielrichtung ein Wirtschaftsantrag ist, ein reiner Wirtschaftsantrag, denn er steht zwar ein bisschen versteckt da drin, aber meines Erachtens sind das die tragenden Aussagen dieses Antrags, der ja eigentlich mehr oder weniger aus der Begründung besteht. Die Einführung der blauen Plakette hätte zur Folge, dass rund 13 Millionen Dieselfahrzeuge aus Innenstädten verbannt werden könnten. Der Wirtschaftsverkehr und damit die Versorgung der Innenstädte kämen zum Erliegen. Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich dieser der kalten Enteignung. Aber ich könnte mir vorstellen, auch unter Berücksichtigung der Leute, die den unterschrieben haben, dass das eher ein Wirtschaftsantrag ist. Und wenn hier von Klientelpolitik die Rede ist, mag das durchaus sein, dass eben die Klientel der wirtschaftstragenden Kaufleute und Händler in den Innenstädten, wie aber auch der dazugehörigen Kundinnen und Kunden gemeint ist, eine Diskussion, die im Übrigen auch bei allen anderen Plaketten, die es schon gibt und in Umweltzonen immer natürlich geführt worden ist, sodass also vielleicht auch dieser Aspekt nochmal
durchdacht werden sollte, meines Erachtens, um ihn den Antrag nicht gänzlich in der Luft zu zerfetzen. Denn wir tun uns auch als Piraten meines Erachtens keinen guten Gefallen, wenn wir vor dem Hintergrund von erst kommt der Mensch und dann der Markt die Menschen außen vor lassen, was die Umweltplaketten angeht, und diese tatsächlich durch eine solche Einführung einer Umweltplakette oder einer blauen Plakette beschränkt oder eingeschränkt würden. Wir hatten die Diskussion auch schon mal in Zusammenhang mit anderen Plaketten in Bezug auf gerade die kleinen Handwerker, Unternehmer, die in die Innenstädte fahren. Wir wissen, dass diese teilweise bis an die Grenze der Belastbarkeit neue Fahrzeuge sich anschaffen mussten, weil sie eben ansonsten ihre Gewerke nicht mehr hätten ausführen können und dementsprechend vom Wirtschaftsverkehr abgeschnitten worden wären. Das wissen wir. Also von daher vielleicht auch nochmal diesen Punkt beleuchten. Danke. Nee. An der Stelle, wenn nee. Es nach... Nee. Nee? Nee. Das war eine direkte Frage, aber... Ja, okay. Ja gut, wir haben jetzt zwei Argumentationsstränge dafür gehört, den Antrag anzunehmen, den Antrag abzulehnen. Was ich an dem zweiten nicht unbedingt, also ich kann auch nachvollziehen, so was du gesagt hast, warum das scheiße ist für die Leute, die diese Autos haben und warum man da unter Umständen was anderes machen müsste. Hast aber gleichzeitig dann auch zugegeben, dass du den Antrag von der FDP als Heuchelei zum Teil siehst und als Wahlkampf mache. Und finde es besser, wenn ein Entschließungsantrag dazu gekommen ist. So, jetzt einen eigenen Entschließungsantrag dazu zu schreiben, wäre natürlich die Crème de la Crème. Das wäre die höchste Sache. Muss man aber meiner Meinung nach nicht als Oppositionspartei, wenn eine andere Oppositionspartei einen Antrag einbringt. Den kann man auch ganz einfach ablehnen, meiner Meinung nach, mit der Argumentation. Das heißt, man bringt einfach diese Argumente, die du ja auch zum Teil unterstützt, mit in die Rede mit rein. Wenn man es noch schafft, einen Entschließungsantrag zu stellen, wunderbar. Aber das macht für mich jetzt nicht unbedingt den Unterschied, ob ich den Antrag ablehne oder annehme, sondern ich tendiere ganz stark dahin, den Antrag auch abzulehnen. Ich muss gar nichts machen. Du bist dran. Okay, Dietmar. Das mit den Handwerkern und so weiter, das hat man bei der letzten Debatte durchexerziert, das ist von der FDP tatsächlich hochgepusht worden. Wenn man sich dann mit den Betroffenen unterhalten hat, war das für die ein viel kleineres Problem, als das hochgepusht worden ist, weil anders als Privatmenschen, die ihr Fahrzeug durchaus über Jahre planen zu fahren oder etliche Jahre, ist es bei vielen Handwerksunternehmen und kleinen Zulieferbetrieben, große ist sowieso egal, meistens so, dass die leasen. Nach 2 Jahren ist ein Wechsel und genau darauf waren auch die Übergangszeiten ausgelegt. Für die war das nicht das Problem. Zum Beispiel hat man das bei Handwerkern so gemacht, dass die diese sogenannte Handwerksplakette gekriegt haben. Damit hätten die mit dem nigerianischen Öltanker durchs Ruhrgebiet noch jahrelang fahren können. Das war da inbegriffen. Damit dürfen die auch in Halteverbotszonen halten und so ein Spaß. Kostet aber auch nur 350 Euro im Jahr. Ja? Das geht doch. Das ist noch eine ganz andere Abzocke-Nummer, aber damit haben die das einfach inkludiert. Nee, es ist 10 Euro? Im Endeffekt, das möchte ich übrigens noch mal sagen, im Endeffekt sind sich Olli, Danebot und ich uns ja einig, die Luftqualität muss verbessert werden. Die Frage ist nur, bei wem fängt man an? Fängt man beim einzelnen Endnutzer an oder tritt man endlich mal der Industrie in den Arsch? Ne? Also der Industrie. Gut. Zu Dietmar die Frage, ob es ein wirtschaftspolitischer Antrag ist, vielleicht auch durch der FDP. Wenn man es jetzt aus Sicht von TOSO nimmt, wäre es ja ein Verbraucherschutzantrag. Ja? Nur nebenbei. Hat die FDP scheinbar aber nicht dran gedacht, weil die Leute stehen, glaube ich, nicht drauf. Ansonsten möchte ich noch konsolidieren sozusagen, für die Rede und auch für die Abstimmung. Wir haben an keiner Stelle, aus gutem Grund, an keiner Stelle unserer Anträge, auch dem letzten Antrag, der ja im Grunde genau das Thema vom März, genau das Thema diente, der Luftverschmutzung durch Verkehr,
nicht die blaue Plakette gefordert, aus gutem Grund. Man muss sich eins klar sein. Also einmal, allein schon zum Beispiel die Euro 6 Norm verpflichtend für Neuwagen vorzuschreiben, würde ja bereits für die Hersteller alle Sachen bedienen, die die blaue Plakette auch will. So, dann bleibt letztendlich nur noch die Aufmerksamkeit, dass sich die Leute überlegen sollen, ob sie wirklich einen Diesel kaufen wollen. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist die Probleme in den Städten. Die Luftbelastung in den Städten und was macht man, wenn die EU und sowas. Und die Sache muss man hart sagen, dann ist es eben Fahrverbot für alle. Und halt nicht für Diesel, sondern für alle und fertig. So ist es aber halt. Ne? Das heißt sozusagen, dann kann gar keiner in die Innenstadt fahren, wenn entsprechend die, außer vielleicht Elektroautos, wenn entsprechend, was wiederum natürlich eine Förderung entsprechend der Elektroautohersteller ist, wenn die Städte tatsächlich sagen, wir machen jetzt hier ein Programm gegen die Luftverschmutzung, damit wir die EU-Vorgaben erfüllen. Dass die blaue Plakette im Grunde das alles nur überdeckt und eine unnötige Diskussion ist, ist klar. Und wenn das hier sozusagen schon so Wellen schlägt, muss ich das wohl in der Rede mit einführen. So, bis jetzt ist das die letzte Wortmeldung. Ich bedanke mich, fasse zusammen. Ich glaube, wir brauchen einen Schließungsantrag. Der Mensch links von mir hat gesagt, er kommt wahrscheinlich nicht drum rum. Olli hat gesagt, er hat keine Zeit. Vielleicht schafft er es ja doch noch einen zu bauen. Ansonsten haben wir zwei verschiedene Abstimmungsempfehlungen. Da ich die ganze Diskussion ja ein wenig aufgeworfen habe, würde ich mich anbiedern, versuchen heute noch einen Text zu schreiben und den Olli zu schicken. Vielleicht muss er nicht unbedingt mitarbeiten, sondern einfach mal drüber schauen und ist mir ein paar Anmerkungen. Ich schicke mal mit an Christoph. Ja, klar. Ich bin nämlich im Stecken. Ja, falls wir Vögel verheizen. Sind Elektroautos, die mit Braunkohlestrom betrieben werden, eigentlich umweltfreundlich, frage ich mich. Das haben wir schon geklärt, nein, okay. Aber sie stoßen natürlich genauso viel oder ähnlich, jedenfalls zu viel CO2 aus, aber nur in den Innenstädten, wo sozusagen das Problem akut ist, das, ist es sauberer. Wollt, das ist genauso Olli, wie ein sehr hoher Schornstein. Das ist nicht gut, dass du das sagst. Lass das einfach. Der Olli plädiert jetzt einfach für 200 Meter lange Auspuffrohre an Autos. Aber nach oben. Ja. Ihr versucht auch mal rauszufinden, wie viel Stickstoff beim Grillen von Brathähnchen entsteht. Dann haben wir die Vögel auch mit drin. Ah, Brathähnchen. Gut, alles klar. Also, Toso liefert einen Text an Olli und Danebot und Referenten. Und wir gucken, dass wir noch einen Entschließungsantrag machen. Ansonsten aktueller Stand, wir haben zwei verschiedene Abstimmungsempfehlungen. Einmal von Olli, einmal von Toso. Und da kann sich jetzt jeder, das kann jetzt jeder mitnehmen für morgen und gucken, ob noch ein Entschließungsantrag kommt. Ich sehe nichts mehr. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 6. Kein generelles Handyverbot an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das Smartphone als Teil der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen respektieren. Das ist unser Antrag. Die Zielsetzung sagt eigentlich schon der Titel des Antrags. Aber wir schreiben dann natürlich noch 3-4 Sätze zu. Ja, ich mache das gleich. Ansonsten Referent-Redner-Abstimmungsempfehlung steht da. Ja. Habe ich schon. Das ist live, meine Damen und Herren, das ist live. Lies das dann vom Handy ab, die Rede? Ich lese die Rede vom Handy ab. Top 7. Klimaschützen, Wertschöpfung der Stahlindustrie erhalten, unnötige und unsinnige Reform des Emissionshandels verhindern. Ein Antrag der CDU in Verbindung mit einem Antrag der SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Da lese ich den Titel nicht vor, jeder weiß, dass es auch um Stahl geht. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. Top 8. Genitalverstümmelung ist eine Menschenrechtsverletzung, der Verletzung von Körper und Seele von Mädchen und Frauen entschieden entgegentreten. Ein Antrag von Rot-Grün. Da gibt es eine Meldung von Marc. Genau. Ich möchte... Ach so, ich habe das aber nicht fett gemacht, Entschuldigung. Nein, und zwar möchte ich euch vorschlagen, dass wir
nach reiflicher Überlegung mit auf diesen Antrag gehen, denn es ist lediglich eine Bitte an die Landesregierung, entsprechend über diese Thematik im Land besser zu informieren. Der Antrag selber erläutert das sehr gut, wie ich finde, auch in Bezug auf die Förderung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hier in diesem Land. Und von daher stelle ich kurz die Möglichkeit in den Raum, dass wir mit auf den Antrag draufgehen. Formuliert mit, ich stelle diesen Antrag. Sehr gut. Ja, ich habe das gehört. Ja, ist okay. Gibt es dazu Wortmeldungen? Der Dietmar. Ja, ich lese in dem Text, was die Zielrichtung angeht, dass es ganz maßgeblich auch um die Finanzierung des Runden Tisches geht und aller Aktionen, die dort drumherum passieren. Dieser Aspekt fehle in dem Antrag. Wenn wir da drauf gehen sollten, müssten wir ja auch markieren, dass uns dieser Teil fehlt, sodass er möglicherweise noch vielleicht eingebaut werden könnte. Wird aber nicht gehen, ist eine haushaltstechnische Frage. Wir haben natürlich noch einen Nachtragshaushalt im Pott. Wären denn möglicherweise die antragstellenden Fraktionen bereit, und das wäre vielleicht vorab zu klären einmal, einen Haushaltsänderungsantrag im Nachtragshaushalt mit einzustellen, der ja ohnehin so ein Sammelsurium, so ein kleiner Bauchladen für irgendwas ist und für alles Mögliche, auch wenn er mit Sicherheit in Nordrhein-Westfalen überschrieben ist. Aber dennoch denke ich, dass wir hier vielleicht Mittel im Nachtragshaushalt noch zusätzlich bereitstellen können. Von daher nur als Frage in den Raum geworfen. Ich hätte persönlich nichts dagegen, mit auf den Antrag zu gehen. Grumpy. Das ist ein sehr guter Hinweis. Danke, Dietmar. Wir müssen dies ja nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt tun. Er geht ja erstmal auch in den Ausschuss. Demzufolge nach kann man da ja auch noch mal dran drehen. Und dann sozusagen, wenn er dann halt im Ausschuss behandelt wird, können wir dann immer noch entscheiden, ob wir mit draufgehen. Dann würde ich das so lange zurückstellen, jetzt so als Vorschlag. Moni Olaf. Also ich weiß nicht, ob das was mit dem Nachtragshaushalt zu tun hat. Ich weiß nicht, um welche Beträge es hier geht. Also ich glaube nicht, dass es hier um zig Millionen Euro gibt. Milliarden. Es wird den Haushalt des Landes, also ich würde dann das nicht so hoch aufhängen. Es geht um die politische Forderung und wir haben mal irgendwo, und das Geld wird irgendwo herkommen. Da mache ich mir bei solchen Beträgen jetzt nicht so richtig viel Sorgen. Wir haben mal beschlossen, dass wir gesagt haben, dass wir auf Anträge gehen, dass wir Anträgen zustimmen, die wir gut gehen, und auf Anträge gehen, die wir tatsächlich parteiprogrammmäßig unterstützen. Das ist eine große Diskussion bei uns in der Partei. Ich fände es an dieser Stelle tatsächlich gut, wir würden damit draufgehen, weil ich glaube, das ist uns auch ein Anliegen. Das ist jetzt nicht irgendetwas, wo wir sagen, das finden wir ganz in Ordnung, sondern das ist ja auch, sage ich mal, für uns ein wichtiges Thema. Insofern von der Argumentation her würde ich da einfach sagen, lasst uns damit draufgehen, weil es geht um das Signal, es geht jetzt nicht darum, ja, und dann deshalb sehe ich da auch kein Problem mehr zu sagen, okay, lasst uns da mitmachen. Das Thema ist meiner Meinung nach ein bisschen komplizierter und geht auch sehr, sehr weit zurück überhaupt in die Richtung, wie gehen wir mit Kinderschutz und Kinderrechten um. Und ich würde in dem Antrag, wenn er im Parlament so gestellt ist, auf jeden Fall zustimmen. Mir fehlen allerdings ein paar wichtige Aspekte dort, weswegen ich auf keinen Fall mit auf den Antrag möchte. Fehlen mir hier bei der sexuellen Selbstbestimmung und bei dem Schutz vor genitaler Verstümmelung die Jungen. Dass da zumindest nicht die Aufklärung mal mit reinkommt. Also dass wir es nicht von heute auf morgen hier verbieten können und so, wollen wir jetzt gar nicht die Diskussion anfangen. Aber dass sie nicht mal erwähnt werden. Dass es nicht mal als Problem erkannt wird, dass dort Kinderrechte massiv immer noch im Namen der Religion in Deutschland missachtet und ganz klar zu körperverletzenden Maßnahmen missbraucht werden. Und von daher, alles, was in dem Antrag steht, ist zu unterstützen. Allerdings, wenn er wieder nur, und okay, ich weiß, dass es dieses Problem nur eingeschränkt irgendwie auf Mädchen gesehen wird,
ist es richtig, diesen Antrag zu unterstützen, in dem Sinne, dass man für den Antrag ist, weil da steht nichts Falsches drin. Aber ich werde mich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin massiv dagegen, dass wir mit auf diesen Antrag gehen. Es sei, was ich auf jeden Fall unterstützen würde, ist, dass wir eine Erweiterung oder einen Änderungsantrag dazu stellen. In der Richtung, die ich gerade formuliert habe. Ja, Olaf sagt vieles Richtige, das mit den Jungs darf man nicht vergessen. Allerdings erinnere mich die Diskussion immer so ein bisschen daran, wir müssen was gegen Rechtsextremismus tun, dann springt die halbe CDU auf und sagt, ah, die Linken! Vielleicht kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube, wir sollten den Antrag, so wie er ist, unterstützen, weil alles, wie du sagst, was da drin steht, Olaf, ist richtig und das sollten wir jetzt nicht in irgendeiner Form relativieren, indem wir sagen, da fehlt aber das andere. Die Genitalverstümmelung von Jungs ist genauso schlimm, ist genauso widerlich, aber dann lasst uns fürs nächste Plenum da einen neuen Antrag zuschreiben. Na, lasst uns das unabhängig voneinander behandeln, weil wir werden es... Ich bin dabei. Ja. Den Antrag bin ich dabei, den hatte ich schon mal geschrieben. Das war aber hier im Theater, in der Fraktion, nur eine Sache. Der ist nicht durchgekommen. Ja, dann lasst uns das doch noch mal machen. Alleine, um halt auch zu zeigen, wir sehen beide Probleme. Wir möchten aber keines der beiden unterschiedlich, gesellschaftlich unterschiedlich zu behandelnden Problemfelder miteinander mixen, damit wir dann, weil das führt immer nur dazu, dass es in beiden Feldern keine Lösung gibt. Das ist wie diese Rechts-Links-Geschichte. Deshalb lasst uns diesen Antrag doch vollkommen unterstützen, zu 100%. Lasst uns damit draufgehen und fürs nächste Plenum einen eigenen Antrag für die Aussicht von Genitalverstümmelung bei Jungs schreiben. Vielen Dank. Nur noch einmal ganz kurz der sachdienliche Hinweis. Auch dieser Antrag ist natürlich ein klassischer Lobbyantrag, in dem Fall, sage ich mal, aus dem ehrenamtlichen Wesen. Der Verein Stop Mutilation e.V., der dort erwähnt wird, hat explizit das Ziel, gegen die Beschneidung von Mädchen in Europa und Afrika sozusagen zu informieren oder über diese Umstände. Und von daher ist dies halt ein, in dem Fall natürlich etwas einseitiger Antrag, aber wie Toso schon sagte, es schließt das andere dann in Folge natürlich nicht aus. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal versuchen, ein Plädoyer dafür loszuwerden, doch mit auf den Antrag zu gehen. Weil alles, was Olaf gesagt hat, ist richtig, aber die Beschneidung von Frauen hat noch mal eine andere Dimension als die Beschneidung von Jungs. Ich sehe die generell auch medizinisch als viel schlimmer an. Das heißt nicht, dass die andere nicht auch schlecht ist, das ist sie. Aber hier wird wenigstens ein Teilaspekt beleuchtet, eines Geschlechts. Und wie Tose schon sagte, wer das eine tut, braucht das andere ja nicht zu lassen. Ich möchte gerne mit auf diesen Antrag. Here I am. Ich bin immer noch über das gestolpert, was du gerade gesagt hast, dass die CDU so aufspringt und dann mit links sagt. Die CDU springt auf und sagt, was habt ihr denn gegen uns? Aber egal. Der ist nur Golland. Oh. Ups. Dingenskirchen. Also natürlich auf den Antrag drauf. Sehe ich ganz genauso. Gerne auch einen eigenen Antrag, was Beschneidung von Jungen angeht. Ich musste vorhin auch schon schmunzeln, als das so reingerufen wurde. Wir machen dann einen eigenen Antrag, weil ich kann mich nämlich an diese Diskussion sehr lebhaft hier erinnern. Das wird ganz spannend, das wird, glaube ich, auch ganz spannend im Landtag. Ich fürchte, wir werden da sehr unterschiedliche Reden zu dem Tagesordnungspunkt jetzt und dem Tagesordnungspunkt dann irgendwo hören. Eine aus meiner Sicht charmante Idee, die ich einfach mit reingeben würde, ist, ich kann mir vorstellen, den Antrag auf Jungen und Männer, ich sag mal, sehr ähnlich zu stellen, wie dieser jetzt vorliegende Antrag. Also auch von den Formulierungen, die da drin gewählt sind, die, ich sag mal so, zu rund 80-90% so für einen Antrag Beschneidung von Jungen tatsächlich übernommen werden könnte. Also ich bitte da einfach darum, wenn wir den halt schreiben,
dass wir uns da versuchen, so ein bisschen an diesem Antrag tatsächlich anzulehnen, um da das Niveau auch der möglichen Ablehnung eines solchen Antrags zu steigern. Und natürlich die Ergänzung, gerade dann, wenn wir jetzt mit auf diesen rot-grünen Antrag gehen, wäre es natürlich konsequent, dann auch relativ frühzeitig anzubieten, mit Rot-Grün einen gemeinsamen Antrag eben in Bezug auf Jungen zu stellen. Vielleicht kommt da ja schon im Vorfeld was. Möglich, einen Änderungsantrag zu machen, der das ergänzt in Olafs Sinne. Ich weiß, Simone hat mir es eben schon gesagt, dass es natürlich auch qualitativen Unterschied gibt. Gar keine Frage. Aber parlamentarisch wäre es vielleicht nicht falsch, das zu machen. Nee. Ja, Mario, kann man machen, kann einen Entschließungsantrag dazu machen. Ob das jetzt parlamentarisch, qualitativ, kann uns völlig Wumpe sein. Aber wir laufen in die gleiche Falle, die wir bei der politisch-extremisten-Diskussion immer haben, links-rechts. Und das möchte ich nicht, weil das hat zur Folge, dass wir beides nicht gelöst kriegen. Wir haben seit 20 Jahren in NRW Stillstand gehabt beim Bekämpfen von Rechtsextremismus, weil jedes Mal die Kollegen, die rechts vom Rednerpult sitzen, hier in diesem Landtag gesagt haben, aber wir müssen auch was gegen Linksextremismus tun. Gut, wir hatten keinen gewalttätigen Linksextremismus, der Menschen umgebracht hat. Deshalb hat sich die Landesregierung da schwer getan, was zur Folge hatte, dass man gegen beide nichts gemacht hat. Die einen gab es halt auch nicht. War halt eh schwer. So, deshalb hat man aber auch wenig gegen Rechtsextremismus gemacht. In die gleiche Falle laufen wie bei dieser Nummer. Wenn wir sagen, wir sind jetzt gegen die Genitalverstümmelung von Frauen und bringen als Kontrapart wieder auf, wir müssen uns aber auch um die Jungs kümmern und das in der gleichen Debatte, blockieren wir beide Themen. Und das ist nicht zielführend. Machen wir nächstes oder übernächstes, ist mir Olli Moni. Ja, das ist eine andere Dimension. Quantitativ sind es bei den Jungs mehr. Aber das mit dem Entschließungsantrag und Änderungsantrag wird natürlich nicht funktionieren, wenn man gleichzeitig auf den Antrag drauf geht, nur als Anmerkung. Ne? Das funktioniert natürlich nicht. Ja, aber ist irgendwie doof. Also würde ich nicht tun an der Stelle. Wenn uns das Thema tatsächlich ernst ist, können wir das nur in dem nächsten Plenum machen, weil ich würde dann natürlich auch auf Rot-Grün zugehen und sagen, was ist mit euch möglich? Also ohne so eine Showveranstaltung halt da zu machen, tatsächlich herzugehen, wo kriegen wir vielleicht einen Konsens? Und das würde ich dann einfach erwarten, dass man dann einfach nochmal auch mit denen spricht, was da machbar ist. Gut, da es keine weiteren Wortmeldungen gibt soweit, möchtest du schieben oder diesen Antrag, den du gestellt hast, jetzt abstimmen? Dann würde ich es tatsächlich nochmal schieben. Er wird zwar morgen behandelt, aber er wird ja dann erstmal, er geht ja in den Ausschuss. Nee, braucht ja trotzdem das Votum. Er muss jetzt abstimmen. Okay, gut. Dann stimmen wir das eben mal. Ui. Abstimmen? Gut, dann bestimmen wir jetzt ab. Dann stimmen wir jetzt ab. Der Grumpy bleibt bei seinem Antrag. Wir brauchen keinen neuen. Herr Danebott. Also, wer dafür ist, dass wir auf diesen Antrag gehen, so wie er jetzt vorliegt, der möge jetzt seine Hand heben. Das ist die Wachheitsabfrage. Moni auch noch da? Nein, nicht alle. Ja, ist ja auch völlig okay. Hey, wir sind das mit dieser Pluralität. Was sind alle? Elf. Nee, namentlich bitte. Ach so. Ja. Also nochmal. Moni. Korinthen und so. Super ist, einer schreibt Moni und sie macht einen. Du warst schon immer hier die ferngesteuerte Antipuppe.
Warte, es geht woanders. Ja, Moni, das geht woanders auch. Stefan. Ja, ich stehe ja schon da. Ja, alles gut. Es ging jetzt nur um den Spaß. So, ihr habt jetzt alle eine Rürup-Rente gekauft. Nee, wir haben eine Rürup-Rente gekauft, Herr Versicherungsexperte. Ja, okay. Du kannst auch eine Riester-Rente machen. Nee. So, wer ist dagegen? Wie denn? Ohne Arbeitgeberanteil. Ja, du kannst es machen. Ich glaube, dann gab es niemanden zur Sicherheit. Will sich jemand enthalten? Nee. Der Dirk kann sich enthalten, wenn er bei Enthaltung reinkommt. Nein, Dirk hat natürlich nicht mitgemacht. Gut, damit gehen wir auf den Antrag wohl drauf. Naja, wir wollen auf den Antrag drauf gehen. Gut, Referentredner, Abstimmungsempfehlung und Zielsetzung haben wir im Pad stehen. Dann kommen wir zur Top 9 Fragestunde. Da möchte die Moni was zu sagen. Nein, ich möchte nicht zu der Fragestunde sagen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieses Pad nicht mehr der Tagesordnung entspricht, so wie sie jetzt vorliegt. Derweil zum Beispiel, also dieser Antrag Inklusion von Freitag letzte, käme eigentlich irgendwo da vor die Fragestunde. Nur dass das... steht jetzt als 14. Okay. Alles gut. Ich wollte was zur Fragestunde sagen, denn wenn ich das richtig abschätze, ist diese Fragestunde unsere. Also wir haben eine Reihe von Fragen an Frau Lörmann bezüglich Digitalisierung. Wir hatten ja versucht, im Ausschuss diese 20 Fragen unterzubringen. Das wollte der Ausschussvorsitzende nicht so gerne, weil wir dann die nächsten drei Sitzungen mit diesen Fragen verbracht hätten. Hatte vorgeschlagen, eine große Anfrage draus zu machen. So nach dem Motto, dann haben Sie Zeit, dann haben wir überlegt, nee, machen wir nicht, machen wir in der Fragestunde. Der Matthias Bock hat die Fragen, wir ändern die noch ein bisschen ab, damit sie nicht schon alle Fragen kennt. Sie kennt die natürlich, da wir die ja schon versucht haben, im Ausschuss zu stellen. Ja, genau. Also wir haben noch die eine oder andere Überraschung da bereit. Ich bitte euch tatsächlich, wenn es, weiß ich nicht, wie viel jetzt 25 Fragen sind, tatsächlich wirklich ehrlich da zu sein. Davon wird es nämlich abhängen, wie wir da zurechtkommen oder halt auch... Michelle ist der Fragesteller offiziell. Michelle hat 3, alle anderen haben 2. Und eigentlich war der Plan, dass der Matthias die heute hat und hier auch schon mal verteilt. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht sitzt er noch dran. Ich würde aber, bitte, ich würde auch tatsächlich sagen, lasst uns das morgen früh machen, wenn wir uns hier treffen. Wobei ich habe eine Sondersitzung, bin dann selber nicht dabei. Michelle, du bist ja, bist du hier? Ja? Dann, nee, du bist ja mit in meiner Sondersitzung. Jetzt fällt es mir gerade ein, aber mir fällt auch gerade ein, wir haben besprochen, in Fraktionsstärke abzustimmen. Also das können wir dann immer noch sehen. Ja, alles gut. Also ne, nur, dass ihr Bescheid wisst, morgen gibt es halt die Fragen und ich würde euch wirklich bitten, dann auch zu dem Zeitpunkt eifrig mit Fragen zu stellen. Wie immer. Warum sage ich das hier eigentlich, Daniel? Ja, doof von mir, echt. Weil eigentlich sitzen ja immer fast alle da. Gleich. Gut, das zum Thema Fragestunde, gibt es ja noch weitere Anmerkungen, ist der Toso. Ja. Bringst du ihr denn gelbe Seiten mit? Ich meine, wenn Frau Löhrmann schon was zum Thema Digitalisierung fragt. Das kann ich gerne tun. Entschuldigung. Das macht mir überhaupt nichts. Ich habe derweil das Plenarpad, glaube ich, gefixt, dass da jetzt alles auch so ist, wie es in der Tagesordnung aktuell steht. Für manches ist sehr froh. So, dann kommen wir zu Top 10. Umsetzung der Inklusion darf nicht zur Exklusion führen. Landesregierung muss Entwicklung beim Aussetzen des Schulbesuchs erfassen. Referent trage ich mal eben nach. Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung steht da. Ja, wir brauchen halt einen, Moni, kann ich auch nichts für. Gut. Top 11. Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Sofort umsetzen. Akkreditierung rechtssicher gestalten und staatliche Verantwortung für die Hochschulen endlich wahrnehmen. Unser Antrag. Referentredner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung stehen da. Und Joachim möchte was sagen. Ja, ich möchte einfach nur noch mal die Gelegenheit wahrnehmen. Ich weiß, der Marc hat schon mit mir gesprochen. Man kann nicht alle Interessen berücksichtigen.
Ich will damit nur sagen, dass dieser unser Antrag, der auf dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Februar aufsetzt, super peinlich für die Landesregierung ist. Weil speziell ein Paragraph im Hochschulzukunftsgesetz kassiert wird, der im Hochschulfreiheitsgesetz in leicht abgewandelter Form, aber im selben Sinn der Formulierung auch schon drin steht. Und es geht um die staatliche Gewährträgerschaft für die Wissensfreiheit des Einzelnen, auch der Studierenden. Das steht im Leitbild des Bundesverfassungsgerichtsurteils drin. Und das haben wir immer gesagt, also ich sage mal Freiheit der Hochschulräte auf der einen Seite versus Freiheit der Wissenschaftler und der Studierenden, der Lernenden. Das ist ja immer unser Punkt gewesen. Und es gibt Leute, die sprechen davon, dass dieses Urteil ein Paradigmenwechsel in der Hochschulpolitik in Deutschland ist. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir in ein, zwei Generationen noch die Richter haben, die solche Urteile fällen, wenn das mit der Ausbildung so weitergeht. Das wollte ich nur noch mal anmerken. Gut, gibt es dazu weitere? Nein, gibt es nicht. Gut. Top 12. Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes. Die Moni meldet sich schon. Ich sage nur schon mal an, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung haben wir. Moni, bitte. Ja, gegen die Absprache steht da unser Antrag zu OER. Nicht drauf, lieber Grampi. Mir fehlt in der Tagesordnung unser Antrag. Also es gibt die verbindliche Zusage, dass er kommt. Es hat ja ein bisschen eine Diskussion darum gegeben. Also das ist geklärt. Ja? Okay. Grumpy. Genau, wir haben da dann noch zwei Abstimmungen. Ich gucke mal gerade. War das doch, ne? Sekunde. Genau, wir müssen selber den Entschließungsantrag zum Gesetzesentwurf der Landesregierung von uns hier ja noch abstimmen und den Änderungsantrag, den eingebrachten, ja auch. Wären zwei Abstimmungen eben. Ja, also im Grunde hat es ja Anhörung gegeben. Das ist ein relativ langes Verfahren, was jetzt läuft. Und der Hilmar und der Johannes haben sich zusammen hingesetzt und aus der Anhörung nochmal Dinge zusammengetragen. Da geht es einmal um die Länge des Referendariats, was wir inzwischen für zu kurz halten. Es geht auch um die Verankerung von mehr Medienkompetenz in der Lehrerausbildung. Also alles Dinge, die wir aus der Anhörung mitgebracht haben und die wir einfach hier nochmal einbringen wollen, auch im Hintergrund viele Zuschriften von Studierenden, die uns auf bestimmte Dinge hingewiesen haben, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir hier auch nochmal zur Sprache bringen. Ich selber bin nochmal von der Landesschülervertretung angesprochen worden, die gefordert haben, dass in der Referendariatsausbildung halt auch die demokratische Mitbestimmung an Schulen Bestandteil der Lehrerausbildung bzw. des Referendariats sein soll, was ich eine gute Sache finde. Also da stehen im Grunde wirklich Sachen drin, die für uns wichtige Themen sind. Und deshalb bitte ich euch, sowohl dem Änderungs- als auch dem Entschließungsantrag dazu zu stimmen. Gut, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir solchen Änderungsanträgen dann in einem großen, also zumindest unstrittigen, dann hier, dass wir die abgestimmt haben, aber das können wir natürlich gerne tun. Gut, dann bestätigen. Weil Sie so früh da sind, ich lobe jetzt mal die Referenten. Normalerweise kommen Sie dann mittwochs irgendwann, wo man das nicht mehr kann. Aber ja, vielleicht verwirrt mich das, ich weiß, was ich. Es ist halt da, okay. Drucksache 9887 und 9887. Nee. Ist das Gesetz zur Lehre? Nein, das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz, ja, ja, okay. Gut, dann fragte Frank gerade, wo? Was? Die Anträge. Die der Änderungsantrag und der Entschließungsantrag. In der OnCloud und im Wiki. Man war davon ausgegangen, dass der Hilmar, also wir haben die gestern finalisiert und der Hilmar hätte die Anträge geschickt. Hat sie gekriegt, oder? War sie? Ja. Schön. Okay. Ein Augenblick bitte.
Also, ich bitte die Verzögerung zu entschuldigen. Also, wir können es von mir aus auch gerne nachträglich im Umlauf machen. Nee, dann schick es jetzt bitte rum. Habe ich gerade. Gut. Und dann machen wir die Abstimmung jetzt nicht. So. Moni, du hältst das im Hinterkopf, falls ich das vergesse, bitte nachher das nochmal aufzurufen. Weil wir jetzt alle noch die Änderungsanträge lesen. Nee, wir machen einen Umlauf natürlich dazu. Wie gesagt, normalerweise haben wir sowas überhaupt nicht abgestimmt. Ich bin sehr verwirrt. Jetzt sind sie halt einfach nicht da. Gut, Frank. Also ich darf dich an der Stelle ausnahmsweise mal korrigieren. Immer korrigieren. Wir haben das durchaus gemacht, und zwar im Umlaufbeschluss. Und das geht auch ruckzuck, wenn man das dann halt einstellt und rumschickt und die Leute darauf aufmerksam macht, dass sie schnell abstimmen sollen. Mir ist das egal. Genau. Und ich würde das Verfahren vorschlagen, weil jetzt die Aufmerksamkeit hier zu vernachlässigen, nicht mehr der Sitzung zu folgen, stattdessen die Anträge zu studieren, fände ich doof. Das kriegen wir heute Nachmittag auch so durch, ohne Probleme. Gut, dann nehme ich das jetzt mit, dass wir es immer gemacht haben. Sei es drum. Dann machen wir es im Umlauf. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Grumblinger. 13. Kackuhrzeit. Egal. 13. Gesetz zur Umsetzung europarechtlicher Vorgaben über die Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen in Nordrhein-Westfalen. Redner, Referent, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen. 14. Da ist unser Antrag, der ist nämlich auf der Tagesordnung aufgetaucht plötzlich. Inklusion, verantwortungsvoll gestalten und Qualität gewährleisten. Unser Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung steht da. Zielrichtung, ein paar Sätze. Ich weiß, Moni. Ja, einfach hinkopieren zur Not. Wir haben den ja nicht diskutiert beim letzten Mal. Wir haben den ja nur als umgekehrtes Verfahren. Ja? So. 15. Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes und weiterer landeswahlrechtlicher Vorschriften. Landeswahlrechtsänderungsgesetz. Mein Lehrer hat früher immer gesagt, wir wollen mitlachen. Aber Frau Lehrerin, traue ich mich nicht. Ja, gut. Auseinandersetzen, richtig. Es geht hier so nicht. Mir? Du hast mir den Stinkefinger. Unglaublich. Okay. Ich glaube auch. Landeswahlrechtsänderungsgesetz ist eine Einbringung, Überweisung in den Hauptausschuss, Referentabstimmungsempfehlung. Zielrichtung kommt irgendwann. Die 16, noch nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2014, ist von der Tagesordnung geflogen. Warum auch immer, es ist nicht mehr drauf. Vielleicht aufgrund dessen, dass es in der HFA geschoben wurde, kann das sein, Dietmar? Noch nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2014. Dieser Antrag ist auch im HFA geschoben, weil bestimmte Fragen nicht beantwortet werden konnten. Das ist gut. Also er ist von der Tagesordnung geflogen, er ist nicht mehr auf der Tagesordnung. Der ist auch im HFA von der Tagesordnung geflogen, dementsprechend folgt daraus auch, dass die Sache hier im Plenum rausliegt, genau. Verstehe. Die neue 16, über- und außerplanmäßige Ausgaben im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2015, sowie unter 25.000 Euro im gesamten Haushaltsjahr 2015, Referentabstimmungsempfehlungen, haben wir da stehen, es gibt keine Debatte. Zielrichtung bei Enthaltung, ein Satz vielleicht noch, das wäre super. Danke. 18, in den Ausschüssen erledigte Anträge und 19 Beschlüsse zu Petitionen, wie immer. So, dann kommen wir zum Donnerstag. Erstens, aktuelle Stunde. Schwache Wirtschaft in den NRW-Regionen, Einbruch der Industrieproduktion, Nullwachstum, Wirtschaftskrise. Sprach- und strategielose Landesregierung gefährdet Zukunft des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen. Gibt es für das Feld nicht eine maximale Begrenzung, wenn man das Formular ausfüllt? Na gut, ein Antrag der FDP in Verbindung mit einem CDU-Antrag, den ich jetzt nicht vorlese. Jeder weiß, worum es geht. Referent-Redner-Zielrichtung haben wir hier stehen, wobei die Zielrichtung natürlich noch etwas ausformuliert werden könnte. Das ist nur eine grobe Rahmenvorgabe. Ich weiß ja noch nicht, was ich sagen will. Alles klar. Dann schreibt bitte da noch 2, 3 Sätze hin, dass wir wissen in etwa, worum es geht. Zweitens, Landesregierung muss Masterplan zur Beschleunigung der Planungsverfahren im Bundesfernstraßenbau vorlegen, um alle Projekte des Bundesverkehrswegeplans umzusetzen. Ein schwarz-gelber Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles vorhanden. Drittens,
Die soziale Wohnraumförderung braucht bedarfsgerechte Finanzierungsgrundlagen. Ein Antrag von Rot-Grün, Block 2. Referent ist eingetragen, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung haben wir. Es fehlt ein zweiter Redner. Olli, sehe ich das richtig? Ich habe mich leider nicht darum gekümmert. Also ich kann natürlich auch alleine reden für Block 2, wenn noch jemand möchte. Das glaube ich dir jetzt, dass du für Block 2 reden kannst. Aber, ja, aber Olaf war doch. Ich bereite es nicht vor, dann kann ich besser reden. Aber wenn natürlich Olaf möchte, darf er gerne. Ich habe mich ja auf die Rede auch noch nicht konkret vorbereitet. Wohnraumförderung. Warte mal, was sich zwischen euch entwickelt. Ja, dann macht das untereinander aus, bitte. Hauptsache, da steht hinterher kein X mehr. Top 4. Top 4. Auch betriebliche Kindertageseinrichtungen sind förderungswürdig. Ein Antrag der FDP. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlungen und Zielrichtungen ist alles vorhanden. Ja, Toso, ich weiß, die Zielrichtung ist fett. Ich mache sie sofort nicht mehr fett. Ist das dann besser für dich? Sehr gut. Ich stehe ja auch fett, wie man sieht. Ja. Oh, Olaf, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wo die Enthaltung herkommt. Nee, also ich empfehle, dem Antrag nicht zuzustimmen. Die Problematik mit den Betriebskindergärten und der FDP ist, ist auch mehr die Sache, dass die FDP im Prinzip darauf hinauslaufen möchte, dass Betriebe Träger von Kindergärten werden können. Und das lehnen wir schon mal ab, weil das ist ein Dauerbrenner bei denen. Das kommt auch immer wieder. Jeder Betrieb kann einen Betriebskindergarten aufmachen, wenn er sich einen Träger sucht. Ist kein Betrieb irgendwie verboten, einen Betriebskindergarten aufzumachen, wenn er die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Er kann nur nicht Träger des Kindergartens sein. Und das muss ich sagen, da bin ich eigentlich für, dass er nicht Träger des Kindergartens sein kann, weil das ist einfach eine Aufgabe, die ist auch zum Teil, ja, weil das ist einfach eine soziale Aufgabe. Das heißt, zum Teil ist es den Kommunen vorbehalten, es ist zum Teil den Kirchen vorbehalten, da kann man jetzt drüber streiten. So. Ansonsten ist es eine Aufgabe der freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen. Und wenn das jetzt Betriebe damit anfangen, sehe ich das mehr als kritisch, dass, sage ich jetzt mal, ein Unternehmen plötzlich sich anmaßt in dem Sinne, ist natürlich eine komische Frage, sich auf einer bestimmten Weise, aber man kann es schon sagen, auf einer bestimmten Art und Weise anmaßt, plötzlich in Sozialpädagogik-Know-how zu haben, obwohl es eigentlich ein Chemiekonzern ist oder ein Automobilkonzern. Das finde ich schon ein bisschen fraglich. Also ich habe mich schon ab und zu mal mit dem Thema beschäftigt, weil in meinem recht weiten, großen Freundes- und Bekanntenkreis einige junge Mütter und auch Väter sind, die glücklich darüber sind, dass Betriebskindergärten, die nicht unter einer offiziellen, Trägerschaft der öffentlichen Hand oder der Kirchen steht, existieren, weil sie sonst eben eine nach der Elternzeit Wiedereingliederung in die berufliche Tätigkeit schwerlich umsetzen könnten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Olaf, mit Verlaub, bei allem, was dir da vorschwebt, verstehe ich es nicht. Die Betreuungsangebote in Betrieben werden nicht dadurch schlechter, dass die Jungs Mercedes-Autos spielen oder VW-Autos spielen oder mit Puppen von Mattel oder keine Ahnung. Also es gibt also... Ich glaube, was du ansprichst, ist die Prägung, die möglicherweise in solchen Kindertageseinrichtungen stattfindet. Aber die findet überall statt. Die findet unter Umständen auch dort statt, wo eine öffentlich-rechtliche Trägerschaft vorhanden und installiert ist. Nein, ich bin absolut dafür, dass es Betrieben, Arbeitgebern
erleichtert und ermöglicht und dass auch das gefördert wird, Betriebskindergärten einzurichten, um eben jungen Menschen, die eben Kinder bekommen, Familien gründen, eben die weitere Beschäftigung in den Betrieben zu ermöglichen. Das führt einmal zur Entzerrung sozialer Fragestellungen, auch im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit oder mit Bedürftigkeit. Das ist der eine Punkt. Dann ist es auch durchaus ein, ja, ich sag mal, was das Bildungsniveau innerhalb der Bevölkerung angeht, zu beobachtender und zu akzeptierender Umstand. Einmal, was die Kinder selbst angeht, was aber auch eine Förderung, auch zum Beispiel im Bereich der beruflichen Fortbildung von erwachsenen Menschen angeht. Also, sorry, wenn wir schon sagen, wir enthalten uns bei dem Antrag, dann ist das schon für meine Begriffe eine Maximalforderung. Aber rausgehen oder beziehungsweise den Antrag ablehnen, würde ich auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und zwar egal, woher kommt. Ja, egal, ob der von Rot-Grün, von Schwarz kommt, von Gelb kommt, von uns kommt. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wir könnten auch gut selber so einen Antrag gestellt haben. Ich weiß nicht, was vielleicht unser kinderpolitischer Sprecher dazu sagt hier, der Daniel. Da würde ich gerne mal hören, was der dazu meint. Titel. Ja, guten Tag. Ja, macht ja nichts. Titel sind ja irgendwie auch Schall und Rauch. Ganz grundsätzlich, diese Forderung nach Betriebskitas ist halt so ein FDP-Ding. Den Antrag würde auch keine andere Fraktion hier stellen. Also von daher stellt sich die Frage überhaupt gar nicht. Ist auch schon das zweite Mal, dass die FDP diesen Antrag in der Legislaturperiode stellt. Also insofern müssten wir Piraten eine gewisse Sympathie dafür haben, für Wiederholungsabstimmungen. Aber haben wir irgendwie nicht. Der Punkt ist der, die Änderungen, die die FDP in dem Antrag da vorsieht oder haben möchte, bedeutet letzten Endes, dass tatsächlich ein Betrieb, ein Unternehmen sozusagen selbstständig eine Kindertagesstätte aufmachen darf. Das, und da bin ich ganz bei Olaf, finde ich persönlich nicht gut. Es geht hier nicht um Betreuungsangebote in einem Unternehmen, in einem Betrieb, sondern es geht um frühkindliche Bildung. Und da finde ich es dann schon gut, wenn wir Träger der öffentlichen Hand, meinetwegen auch kirchliche Träger nach unserer Tradition in diesem Land oder sonstige öffentliche Anbieter haben, die dann als Träger hier letzten Endes auftreten und die in dem ganzen Kontext auch eine entsprechende Erfahrung haben. Da gibt es auch hervorragende Beispiele, auch für Betriebe, wo das funktioniert. Das Ganze, was die FDP will, ist so eine Vereinfachung. Ich habe irgendwie einigermaßen mittelgroßes Unternehmen, wo irgendwie 10, 15 Kinder sind und dann kann ich da halt eine Kita rausmachen. Das ist nicht sinnvoll. Für diese Größenordnung lässt sich auch kein kinderpädagogisches Konzept in sinnvoller Weise irgendwo erarbeiten. Wenn ein Unternehmen tatsächlich das anbieten möchte, dann macht es das, wie zum Beispiel hier im Land Nordrhein-Westfalen, ein ganz hervorragendes Beispiel ist die Firma Zwilling in Solingen, ein absolutes Traditionsunternehmen. Da gibt es eine Betriebskita direkt auf dem Firmengelände oder am Firmengelände. Träger dieser Kita-Einrichtung ist die Lebenshilfe in Solingen. Die arbeiten zusammen, die Lebenshilfe bringt eben auch Erfahrungen aus ihrer Trägerschaft in anderer Kitas halt eben mit. Und das ist eine Win-Win-Situation für beide. Das Unternehmen Zwilling kann halt eben auf diese Trägerstrukturen zurückgreifen. Das Unternehmen Zwilling stellt Räumlichkeiten zur Verfügung, eigene Räumlichkeiten zur Verfügung, was die Struktur der dort untergebrachten Kinder oder betreuten und gebildeten, auszubildenden Kinder angeht, ist es so, dass die Kinder von Familie, von Unternehmensangehörigen einen Vorrang haben, dort aufgenommen zu werden. Aber diese Kita steht zum Beispiel auch für den regionalen Bereich durchaus offen, ja, bei Nichtauslastung. Ja, also es gibt einen Vorrang für die unternehmensangehörigen Kinder,
Aber es können halt letzten Endes, und das ist auch in der Praxis so, es sind auch Kinder aus dem Viertel sozusagen, ganz normal in dieser Kita. Das ist ein Konzept, das finde ich gut. Das ist auch völlig unkompliziert. Ich war bei Zwillingen in Solingen zum Beispiel. Die haben überhaupt keinen Stress damit. Das ist eine ganz, ist ehrlich gesagt, eine der besten Kitas oder auch der bestausgestattetsten Kitas, die ich mir irgendwie angesehen habe während dieser Legislaturperiode. Nee, danke. Was auch immer das ist. Also ein ganz hervorragendes Konzept. Gibt es auch gar keine großen Hürden, das irgendwie zu machen. Das, was die FDP will, ist hier eine Abschwächung. Und wir kommen da zurück eben nicht mehr auf eine frühkindliche Bildung, sondern wir kommen auf ein reines Betreuungsangebot zurück. Ja, und das ist das, was die FDP will. Die Leute sollen arbeiten gehen und wenn die morgens arbeiten gehen in dem Unternehmen, können die ihre Kinder so lange 8 Stunden da parken. Ja, und dann ist das Ganze geritzt. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Und deswegen, in dem Pad steht, Entschuldigung, in dem Pad, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, in dem Pad steht Enthaltung. Das hat damit zu tun, dass dieser Antrag, so wie er geschrieben ist, verhältnismäßig weich formuliert ist. Ja, aber das, was die FDP wirklich will und was auch in dem Prosatext halt eben drin steht, ist nichts, was wir unterstützen können. Enthaltung, naja, könnte man sogar noch drüber nachdenken, eben aufgrund der Beschlussformulierungen, die da drin sind. Aber die eigentlich richtige Einstellung und Abstimmung dazu ist tatsächlich, das Ding abzulehnen. Dietmar. Ja, einen kurzen Hinweis noch. Also ja, ich kann das gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Es gibt aber auch Betriebskindertagesstätten in konfessionellen Krankenhäusern zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das, und zwar ja, unter eben nicht einer externen Trägerschaft. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, da sind ja konfessionelle Krankenhäuser und also ist die kirchliche Trägerschaft gewährleistet. Aber Leute, jetzt mal im Ernst, ehrlich gesagt, beruhigt mich das nicht, wenn eine konfessionelle Kindertagesstätte eben unter dieser konfessionellen Trägerschaft eine entsprechende Prägung erfahren soll. Weil nämlich, und da sind wir dann wieder bei der Religionsfreiheit, dadurch auch eine religiöse Prägung eben in dieser Kindertagesstätte stattfindet, die eben auch eine fragwürdige Komponente hat. Und also von daher, nur weil es dann heißt, es ist ein konfessionelles Haus und möglicherweise ist das dann abgedeckt durch einen konfessionellen Rahmen einer Trägerschaft, das weiß ich nicht, ob man das dann wiederum bevorzugen soll. Ich gebe allerdings dir recht, Daniel, insofern, als man da vielleicht auch eine Einschränkung machen muss oder vielleicht auch das mit Auflagen versehen könnte oder sollte, sodass eben da auch eine Aufsicht in irgendeiner gewissen Hinsicht über die Inhalte, auch über die Bildungsfragestellungen stattfindet. Und das, denke ich, könnte aber dann gewährleistet werden, sodass also auch an dieser Stelle vielleicht ein Entschließungsantrag ganz interessant wäre. Interessant. Nicht sein muss, aber könnte interessant sein. Toso, kannst du mir kurz eine Klingel organisieren? Habe ich oben. Nach dem Pissen? Ich frage nur so. Liebe Schüler, wir setzen uns gleich alle auseinander. Alle vier, ja? Könnt ihr mal so gucken? Alle vier. Wir hatten wenigstens die Hand vorm Mund beim Reden. Ich dachte, wir schreiben uns mal Zettel. Hast du doch eben auch gemacht. Olaf, Daniel, Toso. Du hast recht, Dietmar, ich gebe dir völlig recht. Ich sehe ähnliche Problematiken unter konfessioneller Hand. Das ist aber jetzt ja eben nicht der Grund, warum ich, wenn ich jetzt sage, wenn der eine Mist existiert, muss ich nicht noch einen Mist dazu kippen, nur damit es irgendwie ausgewogener ist. Wir können uns viel darüber unterhalten und da hat gerade auch kamen die Piraten ja wahrscheinlich eine etwas speziellere Meinung hier in diesem Haus zu, über die Möglichkeiten, die man Religionsgemeinschaften geben sollte. Sofort bin ich bei dir, aber deswegen muss ich nicht, weil die Religionsgemeinschaften so eine Möglichkeiten haben, dass auch normalen Unternehmen diese Möglichkeiten eröffnen, sondern eher dagegen kämpfen, dass die Kirchen diese Möglichkeiten haben. Okay. Ja, den wesentlichen Punkt hat Olaf gerade gesagt, nur weil irgendwas nicht ganz so gut vielleicht oder kritikwürdig ist in dem System, muss man nicht noch mehr Kritikwürdiges da reinpacken.
Ich wollte noch eins sagen, weil ich das vorhin auch vergessen hatte. Ich kann mir schon vorstellen, um auf Dietmar auch noch mal da einzugehen, ich kann mir schon vorstellen, dass man in dem neu zu entwickelnden Kinderbildungsgesetz Möglichkeiten schafft für zum Beispiel private Trägergemeinschaften, ja, also wo sich vielleicht auch Unternehmen eben zusammentun können und mehrere Kitas halt unter den gegebenen Auflagen und Bestimmungen halt eben auch einzusetzen. Sowas kann ich mir schon vorstellen. Da reicht zumindest meine Fantasie für aus. Nur das, was der Antrag dann hier auch eröffnet, dass ich quasi einfach als mittelständiges Unternehmen irgendwie so eine kleine Kita aufmachen kann, das ist letzten Endes bildungspolitischer Unfug. Wenn es grundsätzlich kontroverse Meinungen zu einem Antrag gibt, dann ist es ja auch gut, dass es angesprochen und mal diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Fraktionen vor Ort liegt, dass wir hier in epischer Breite über Fremdanträge debattieren, während wir unsere eigenen Anträge hier nur kurz anschneiden und nicht ordentlich vorstellen. Ich finde das sehr schade. Und kurz. Gut. Der Daniel möchte nochmal sagen. Nee, ja, ich möchte das. Ich verstehe zwar, was Simone sagt, aber ich will das nicht ganz so im Raum stehen lassen. Ich finde gut, gerade auch im Hinblick auf Fraktion vor Ort, wenn wir hier politische Diskussionen führen, dass das jetzt ein gewisser Schwerpunkt sozusagen Fremdanträge ist, hat aber auch damit zu tun, dass wir unsere eigenen Anträge ja schon diskutiert haben. Also das ist so ein bisschen die Natur der Sache. Wenn wir jetzt die heutige Fraktionssitzung mit der von letzter Woche zusammentun, dann haben wir es, glaube ich, ausgewogen. It's all in the flow. Gut, vielleicht okay. Liegt das auch daran, dass man sich über die eigenen Anträge am Ende weniger... Wir sind vielleicht auch mehr... Ist man sich eher einig, ja, genau. So. Also, ich möchte noch eben sagen, es gibt auch andere Puppen und Besteckhersteller als Zwilling und... Mattel oder Mercedes haben wir auch. Und Mercedes, oh, es gibt natürlich auch andere Autohersteller als Mercedes. Aber das sind schon unsere Bevorzugten. VW wurde aber vorhin schon gesagt, die sind bald tot, habe ich gehört. Das Gute ist, mein Mikro ist an, euch hört man nicht. Weiter geht es. Top 5. Kontrolle der NRW-Bank durch den Landtag sicherstellen. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles drin. Top 6. Halbjahresbericht des Petitionsausschusses, 20 Minuten durch die stellvertretende Vorsitzende. Wenn du aufhörst, dazu klackern, mich hört man draußen eh nur, weil ich der Einzige bin, der das Mikro an hat. Top 7. Notruf für den Notfallsanitäter. Tatü, tata. Die Landesregierung muss Mitarbeitenden im Rettungsdienst und in den Kommunen den Rücken stärken. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung, alles da. 8. Potenziale des Radverkehrs in Nordrhein-Westfalen erkennen und nutzen. Große Anfrage 17 der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Mit Antwort der Landesregierung, Referent, Redner, Zielrichtung, alles da. Und da gibt es keine Abstimmung, deswegen keine Abstimmungsempfehlung. 9. Abschied von der Arbeitsgesellschaft im Informationszeitalter. Brauchen wir eine Volksabstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen? Unser Antrag hier schreiben gerade Leute noch rum. Okay, also Referent, Redner, Zielrichtung steht da, haben wir auch schon ein bisschen länger darüber diskutiert. Bei der Abstimmungsempfehlung gab es gestern den Vorschlag, deswegen weiß ich auch nicht, kann ich erkennen, wer das gerade geschrieben hat? Du warst das. Ja, dann lass das doch auch da so stehen. Also egal. Es gab gestern die Diskussion, dass es vielleicht eine schlaue Möglichkeit wäre, statt das Ganze jetzt ins Plenum einzubringen und dann in den Ausschuss oder in die Ausschüsse zu überweisen, dass wir das Ganze im umgekehrten Verfahren machen, damit wir in der Plenardebatte die Auswertung der Anhörungen schon mit drin haben. Von daher wäre mein Vorschlag jetzt, und ich würde da um Zustimmung bitten, dass wir das Ganze im umgekehrten Verfahren machen, statt wie vorher vorgesehen als normales Verfahren einzubringen. Möchte Tom da was zu sagen? Du kommst so reingestürmt? Nein? Gut. Grumpy.
Nur zur Anmerkung, dies wäre dann natürlich für dich immer noch, ja genau, und unter Vorbehalt der Mithilfe der anderen PG. Die in der Regel aber zustimmen. Wenn wir das umgekehrte Verfahren wollen, müssen die zustimmen. Ja. Oh Gott. Gut, von mir aus. Also, von daher, meine Frage, ist jemand dagegen, dass wir das im umgekehrten Verfahren machen? Ja, ich möchte dazu reden. Der Daniel möchte was sagen. Ich finde ja umgekehrtes Verfahren immer relativ nett. Ich bin mir allerdings sicher, dass im umgekehrten Verfahren die übliche Redereihenfolge existiert. Das heißt, beim umgekehrten Verfahren reden nicht wir Piraten zuerst. Das wollen wir so? Du hast es rausgekriegt. Mensch, du hast den Trick verraten. Warum das geil ist. Wir können den eigenen Antrag als Letzte dann nochmal richtig draufhauen. Ja. Auf den Scheiß. Okay, ich glaube, dass das in dem Fall nicht sinnvoll ist, aber okay. Erstmal Dietmar, dann ich. Ja, ich erinnere mich ja gut nun mal an die Diskussion hinsichtlich der Einbringung dieses Antrags. Eine wesentliche Argumentationslinie bezog sich auf den 1. Mai und die Fragestellung, die sich damit stellte, war auch die, muss der Antrag vor dem 1. Mai im System sein? Das ist er natürlich. Er steht sogar auf der Tagesordnung, aber im System wäre er eben auch gewesen, wenn wir den Antrag eben auch morgen, also sprich nach Antragsdienstag, eingereicht hätten für das nächste Plenum am 11. oder 12. Mai. Jetzt zu sagen, umgekehrtes Verfahren hat meines Erachtens so ein bisschen den gleichen Effekt, als wenn das Ding nur im System steht. Und jetzt das nicht zu debattieren, schiebt natürlich auch die Kontroverse, einschließlich der Erkenntnis hinsichtlich der Meinung der anderen, bezogen auf den 1. Mai nach hinten, und zwar nach dem 1. Mai. Unsere Idee war aber doch, dass wir sagen können, wir haben nicht nur den Antrag, sondern wir haben dazu auch unser Statement, unsere Haltung im Plenum dargestellt und haben vor allen Dingen auch mal einen ersten Teaser von den anderen zu dem Thema, was wir eben dann auch am 1. Mai auf den Ständen, Plätzen und so weiter weitertragen können und damit uns kontrovers auseinandersetzen können. So, wenn wir das jetzt im umgekehrten Verfahren machen, haben wir diesen Effekt definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob der zu überbewertet wird von mir, aber eine Debatte findet jedenfalls dann schon mal statt. Und wir wissen auch, wie die anderen dazu stehen, was ja vielleicht nicht so ganz schlecht ist. Okay, also wir haben gestern im Kernarbeitskreis auch darüber geredet und das Ergebnis war, wir haben dann zwar einen Teaser von den anderen, das ist aber auch der letzte Teaser. Danach gibt es eine Anhörung oder zwei oder vier, oder ne? Also so, Anhörungen. Und da wertet man die aus und dann wird das Ding im Hauptausschuss abgelehnt und dann ist er weg. Also dann ist er einfach schleichend tot. Da das Beratungsverfahren ja ein bisschen länger dauert, ist natürlich mit dem umgekehrten Verfahren einfach die Möglichkeit gegeben, dass man das hier auch noch ein bisschen im System hält und dass man am Ende auch ein sehr differenziertes Statement von den anderen sich anhören kann, was dann eben auch Bezug nehmen muss auf diese Anhörungen, die entsprechende Statements abgeben werden oder auch nicht. Und von daher, wie gesagt, gestern in dem Kernarbeitskreis Aktuelles haben wir ein bisschen darüber geredet und da kam dann am Ende raus, besser wäre umgekehrtes Verfahren, auch um den zeitlichen Ablauf entsprechend zu haben. Dass er zum 1. Mai im System ist und dass man diesen Antrag nehmen kann und damit auch rausgehen kann, das ist dann davon völlig unbenommen, das ist er ja dann. Ja, wie du schon gesagt hast. Da freuen sich Piraten schon drauf, das stimmt. Gut, gibt es weitere Anmerkungen, Ideen, Fragen? Gut, dann frage ich jetzt anders ab. Wer ist dafür, dass wir diesen Antrag im umgekehrten Verfahren ins Plenum einbringen? Der möge sich jetzt melden. It's approval, ne? Haben wir begleitend ein wie auch immer geartetes ÖA-Konzept? Mhm. Ja, gut. It's approval, ne? Please don't. Gut. Moni, du musst die Hand oben lassen, bis dann da auch dein Name steht. Sonst?
Hab ich ja. Moni, du musst die andere oben lassen. Wer ist dagegen? Gegen das umgekehrte Verfahren? Wer möchte sich enthalten? Ich habe auch eine Nachfrage. Stefan, Daniel, Toso fehlt noch bei den Enthaltungen. Olaf? Sonst? Dafür. Olaf war dafür. Okay. Gut. Dann machen wir das im umgekehrten Verfahren. Dann kommen wir jetzt zu Top 10. Gründung eines Beirats für die niederdeutsche Sprache. Antrag der CDU. Referent braucht der Danebot da nicht? Nee, kostet eh keine. Abstimmungsempfehlungen und Zielrichtungen haben wir stehen. 11. Das nordrhein-westfälische Parlament braucht eine fortschrittliche Debattenkultur, die den Erwartungen der Gesellschaft folgt. Unser Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. 12. Inklusion, das ist doch der von vorhin, den streiche ich da mal. Grün. Miek. Gut, dann sind wir am Ende. Das ist dann wahrscheinlich Ende 1745. Die Moni möchte sagen, warum es schade ist, dass wir 1745 ändern. Nein, das ist nicht schade. Schade ist, dass dieser Antrag, der nur eine Überweisung ist, der letzte Antrag am Donnerstag ist, was niemanden, ne, ist auch kein Vorwurf, ich finde es einfach nur schade, dass dieser, sag ich mal, so, der davor, ja, wichtige Antrag vermutlich vor nicht so vollen Rängen stattfinden wird. Ja, ich glaube, das kann der Olli dann auch in seine Rede noch einbauen. Von der evangelischen Kirche ist parlamentarischer Abend, dann wird er doch nicht so leer sein. Grumpy, grumpy. Es sei nur noch ein kurz der Hinweis, auch aus der Runde der PG, dass sozusagen die Platzierung dieses Debattenkulturbeitrags zu diesem Zeitpunkt auch mit einem leichten Lächeln entsprechend kommentiert wurde. Also auch in der Debatte um Block 2. Alles gut. Alles gut, mein Fehler. Gut, dann sind wir mit der TU durch. Wurst. Dann machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause. Die Raucher scharren schon mit den Hufen. 10 nach, pünktlich, fangen wir bitte wieder an. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber noch eine Menge auf der TU. Bis gleich. So, wir machen weiter mit Top 6. Ja, Top 6, Standfraktionentreffen am 24.04.2016, digitaler Kompass. Gestern im Kernarbeitskreis, ich versuche jetzt zu improvisieren, ne? Ich weiß nicht, wer da was zu sagen möchte, meldet euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Gestern im Kernarbeitskreis wurde darüber noch mal kurz gesprochen, dass zum Thema Fraktionentreffen es sehr, sehr wenig Rückmeldungen gibt und dass bei der Vorbereitung des Fraktionentreffens es sehr hakt. Die Bitte lautet dahingehend, dass diejenigen, die zum Fraktionentreffen fahren und vor allen Dingen natürlich diejenigen, die sich da in entsprechenden Slots einbringen wollen, das jetzt auch nochmal an Lara melden und vor allen Dingen dann, wenn sie es gemeldet haben, auch entsprechend vorbereitet sind. Mario? Wir hatten dazu gestern noch ein Treffen irgendwann gestern. Wir haben gestern das praktisch finalisiert. Tom hat das, glaube ich, dann gemacht. Was wir gestern noch an die anderen Fraktionen geschickt haben.
Danke. Was wir an die anderen Fraktionen schicken wollen, weil die natürlich auch eine Vorbereitungszeit brauchen auf die Slots. Wir haben gestern verteilt, welcher MDL welche Moderation macht am Fraktionentreffen. Das wird euch auch noch zugeleitet, so dass ihr euch da für euren Slot auch vorbereiten könnt. Wir haben die Referenten zugeteilt, die dann eben das Ganze dokumentieren. Wir haben einige Organisatorisches noch gemacht, da sind wir aber gestern, seit gestern auf dem Stand. Ich kann zur Presse sagen, dass wir da Videomaterial produzieren werden, das oft so aussieht, dass Danilo eine Kamera mit sich rumträgt und ich auf einzelne MDLs direkt zukomme mit einem Mikrofon in der Hand und euch kurze Fragen stelle, allen Teilnehmern dort, sodass wir jeweils kurze Clips machen von bis zu einer Minute, wo ihr durch das gesprochene Wort politisch überzeugen könnt. Und nach einer Minute breche ich das dann auch ab. Also stellt euch darauf ein, dass ihr da mit der Kamera konfrontiert wird, dass ihr aufgenommen werdet, dass ihr da ein paar Jobs habt, dass das Ganze, der Zeitplan sehr straff ist und wir am Ende auch ein Ergebnis haben wollen. Möchtest du zu was ergänzen, Hartmann? Nein. Gut, gibt es weitere Meldungen, Wortmeldungen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum Top 7, Stand Jugendlandtag. Wer möchte? Ich glaube auch. Gib mir eine Sekunde. So. Ja, Stand Jugendlandtag, wie soll ich sagen? Das ist alles etwas mager bis jetzt, was die Rückmeldung angeht. Das ist keine Neuheit bei uns, das hatten wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder und haben das meistens dadurch kompensiert, dass aus irgendeiner Ecke eine größere Gruppe irgendwie gewonnen werden konnte oder zumindest mehrere Menschen gewonnen werden konnten. Danach sieht es jetzt im Moment nicht aus. Wir haben zu wenig Teilnehmer. Viel zu wenig. Wenn ich das jetzt richtig sehe, also Toso hat heute wohl noch mal nachgemeldet, sind wir, glaube ich, bei 7. Ja? Das ist sehr bitter. Ich verstehe es auch nicht, wobei bei mir persönlich ist es einfach so, also bis zum Wochenende hatte ich 2 und die sind quasi beide jetzt noch abgesprungen, weil sie sich für eine andere Fraktion entschieden haben. Das passiert. Die Jugendlichen, die hier interessiert sind, die von extern kommen, sind natürlich oder fahren da auch häufig mehrgleisig. Das ist eben dann halt schon mal so. Also wir brauchen ganz dringend Jugendliche, die sich noch dafür interessieren. Ich möchte euch bitten, wirklich jeder nochmal alle Kontakte, die ihr irgendwie habt, da zu aktivieren. Die Anmeldefrist ist eigentlich Ende der Woche durch. Aber da sind wir natürlich parallel dran, dass wir das irgendwie auch noch so ein bisschen aufschieben können. Ich sage gleich nochmal was. Ich habe aber gesehen, dass Mario auf jeden Fall was beizutragen hat. Dann vielleicht du zuerst schon mal. Zum einen lässt das natürlich überlegen, inwieweit unsere Zielgruppe tatsächlich unter 18 ist. Ich selber habe jetzt nicht so viel Kontakt zu Minderjährigen, das mag bei anderen anders sein. Ich weiß, dass wir das über die Presse zum Teil gemacht haben. Ich weiß, dass wir es über die Stammtische gemacht haben. Die Frage ist, inwiefern wir da positiv aussehen, wenn wir drum betteln. Natürlich ist der Appell hier der richtige Weg und das auch nach außen dringen. Vielleicht müssen wir uns ein Stück weit eingestehen, dass wir eine gewisse Zielgruppe nicht mehr erreichen. Und die Frage ist dann, wie machen wir das und wie machen wir es schnell? Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ich habe da momentan noch nicht so richtigen Ansatz, weil hier in NRW fällt mir wie sieht es denn aus mit den jungen Piraten, den Yuppies? Gibt es die hier in NRW noch? Also ich persönlich habe die Frist zum 22. April gekriegt. Ich habe das Problem, also ich habe
das jetzt nicht über die Fraktion gemacht. Deshalb, vielleicht haben wir ja sogar mehr als 7. Weil das irgendwie, die letzten beiden Male hatte ich auch jemanden sozusagen direkt. Kleines Problem bei mir ist, dass die Rückmeldungen alle so spät sind. Deshalb habe ich jetzt sozusagen von 3 Leuten, die ich habe, die angefragt haben, natürlich 2 Leuten davon noch nicht Bescheid gegeben. Ich hätte da also noch. Ist Andrea die richtige Ansprechpartnerin? Oder macht das gerade jemand anders? Okay. Also ich müsste wissen, an wen ich das wenden soll. Ansonsten wollte ich das mit Kai sozusagen verklüngeln, damit 2 davon dann drin sind. Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt sogar schon, weil er gerade gesagt hat, das sage ich jetzt gerade noch was zu Daniel, ob es das vielleicht schon ist. Also das Problem ist eben so, dass wir für jeden Platz 2 Leute brauchen. Das heißt, wenn sich 3 bei dir gemeldet haben, dann hättest du eigentlich einem absagen sollen, einem sagen sollen, tut mir leid, ich kann dich nur auf die Reserveliste setzen und dem anderen dann den Platz geben. Das heißt, es sollte jedem auch gemeldet werden, wenn jemand einen Platz besetzt hat, persönlich, also den Namen, auch klar sagen, ob er auch schon Menschen für den Reserveplatz hat oder nicht. Es ist natürlich klar, dass wenn hinterher noch irgendwelche Plätze offen sind und wir haben Leute auf der Reserve, dann können wir die auch auf diese noch offenen Plätze setzen. Das wird nur nicht von der Landtagsverwaltung passieren. Die Landtagsverwaltung will für jeden Platz einen Menschen haben und einen Reservemenschen. Das heißt, das müssen wir dann organisieren. Und deswegen brauchen wir ganz schnell die Infos. Und die Infos müssen an Jutta, beziehungsweise, hast schon recht, an Andrea war das jetzt kurzfristig, beziehungsweise die Organisation, da sagt der Daniel jetzt noch was für, die interne Fraktionsorganisation. Das ist also jetzt wichtig. Wir brauchen von jedem Abgeordneten 2 Namen oder eben die Sache, oder eben die Auskunft, ich habe nur einen Namen oder ich habe keinen Namen. Ja? Damit wir weiterarbeiten können und dann da die Leute irgendwie drauf setzen können, wenn wir Leute haben von Leuten, die sagen, ich habe 3 Namen. Deswegen, auch wenn Leute 3 Namen haben, können sie ja dann ihre Lieblings, wenn sie das wollen, können sie ja dann ihre Prioritäten bei den Leuten setzen und wir werden die dann weiterverarbeiten. Okay, also zunächst Mario, ja, die Yuppies NRW gibt es und ich sag mal, die Personen, die da in irgendeiner Form aktiv sind, die waren alle bei den letzten Jugendlandtagen hier. Also ja, nahezu ausnahmslos. Die nicht da waren, haben tatsächlich da kein Interesse, keine Zeit oder sonstiges für, muss man ganz klar so sagen. Das ist zumindest das Feedback, das ist das Feedback, was ich bekommen habe. Man darf halt nur einmal. Ich habe die UPs NRW zum Beispiel auch wieder angeschrieben. Ich habe auch die UPs auf Bundesebene angeschrieben, auch in verschiedenen, also zumindest in den Kreisen, in den Wahlkreisen, für die ich zuständig bin. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da tatsächlich durch mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die da in Frage kamen. Die waren halt tatsächlich schon hier oder für dieses einfach nicht möglich, sage ich mal, teilzunehmen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Nichtsdestotrotz, also auch da nochmal, ihr habt alle in euren Wahlkreisen auch irgendwo Yuppies, auch wenn sie nicht organisiert sind, gibt es trotzdem irgendwie 1-2 Leute. Sprecht die bitte nochmal an. Jeder von euch hat Kontakt zu Schulen. Was weiß ich, wo eigene Kinder drauf sind, wo, was weiß ich, nicht Befreundete ihre Kinder drauf haben oder keine Ahnung, irgendwas, versucht diese Kontakte da einfach tatsächlich zu nutzen. Meine Erfahrung ist, die meisten, und das so zu diesem Battle-Faktor, die meisten wissen einfach gar nicht, dass es halt dieses Angebot gibt, hier an diesem Jugendlandtag teilzunehmen. Da muss man einfach wirklich die Information halt nochmal in die Breite geben. Soweit ich weiß, soll über die Webseite jetzt nochmal ein letzter Aufruf auch nochmal kommen. Ja, das wäre natürlich gut. Es wäre gut, wenn ihr diese Aufrufe alle bei Facebook und Twitter und so weiter teilt. Gerade Facebook ist möglicherweise das etwas vielversprechendere Medium in dem Kontext junger Menschen. Ja, das.
Ja, okay. Ihr könnt auch gerne. Darf man nicht erst ab 20? Also, ich habe auch. Naja, ist egal. Meine Snapchat, der Lukas nutzt Snapchat, habe ich irgendwo gesehen. Aber nur für seinen Nacken. Ja. Das ist richtig, ob das in dem Kontext so gut ist. Also ist egal. Ich will nur sagen, nutzt diese Möglichkeiten. Also wenn euch irgendein anderes Medium lieber ist, ist mir das auch wurscht. Man kann das einfach ja auch alles machen, kostet ja zum Glück nichts. Nutzt diese Möglichkeiten. Noch eine wichtige Sache, wenn ihr schon vielleicht selber jemanden habt und jemand anders dafür abgesagt habt, lasst uns diese Daten nochmal sammeln, damit wir da vielleicht auch nochmal nachhaken können, ob derjenige jetzt irgendwo einen anderen Platz irgendwie anderweitig untergekommen ist oder ob der vielleicht noch Interesse weiterhin hat. Wir haben uns ja so darauf verständigt, dass Jutta hierfür zuständig ist. Jetzt ist Jutta eine ganze Zeit lang ausgefallen. Ich würde euch einfach darum bitten, also Andrea und Andro haben sich jetzt in den letzten Tagen da auch so ein bisschen drum gekümmert. Ich würde einfach darum bitten, ich sag mal, stillschweigend euer Okay dafür zu haben, dass die beiden sich da gemeinsam sozusagen mit Jutta jetzt drum kümmern können und da ein bisschen auch initiativ werden können, dass die Sachen zusammentragen. Und dabei habe ich noch eine quasi abschließende Bitte. Mailt den dreien nochmal das, was ihr habt. Also die Kandidaten, die ihr gemeldet habt, gegebenenfalls halt auch direkt an die Landtagsverwaltung, damit der Datenstand da wirklich tatsächlich auch passt und damit es nicht zu doppelten Meldungen kommt. Auch die hatten wir in den letzten Tagen jetzt dann auch schon. Ich glaube, einen habe ich noch. Wer hat eine Schulklasse während der Plenartage hier? Eine Besuchergruppe? Okay, ich habe auch eine hier. Tagesordnungspunkt sozusagen bei dieser Besuchergruppe ist natürlich, du hast auch eine Besuchergruppe, sehr gut. Also bitte, Olli, ich werde es auf jeden Fall machen in meiner Besuchergruppe, die sich übrigens gegen Frau Altenkamp entschieden hat. Frau Altenkamp wollte nicht mit mir gemeinsam die Besuchergruppe machen, sondern entweder oder. Und die Schüler haben sich leider gegen Frau Altenkamp entschieden. Das tut mir sehr leid. Also bitte, wenn ihr da Besuchergruppen habt, Olli, sprecht da auch nochmal die Jugendlichen drauf an. Es sei denn, das ist jetzt eine Klasse 5, dann wird es schwierig. Mario, hier, ich habe gerade mit Jaroslav gesprochen. Jaroslav hat Kapazität. Ich würde dich bitten, Daniel, heute ganz kurz mit Jaroslav eine Minute in Clip, einen Appell, dass wir es nochmal mobile machen und ein kurzes Mobile-Video und dass wir das entsprechend sharen dann. Also ich setze mich nochmal ans Telefon und werde halt auch nochmal die Leute, die ich da kenne, nochmal antelefonieren und nochmal nachhören. Wir müssten gleich aber nochmal sprechen, ob das tatsächlich, ne, weil ich habe andere Infos von den Juppies als du, dass wir das nochmal abgleichen. Gut, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir kommen somit zum Tagesordnungspunkt 8. Umlaufbeschlüsse, da gab es einen, der gestern noch abgeschlossen wurde mit einem negativen Ergebnis und neu sind zwei, die jetzt die beiden Änderungsantrag und Entschließungsantrag zum Lehrerausbildungsgesetz, da würde ich einfach darum bitten, die beiden Links sind ja auch noch reingesetzt worden, dass die dann abgestimmt werden, damit wir das fürs Plenum haben. Können wir das dann formal demnächst richtig machen? Was denn? Nach der Phrase, die sind zwischen den Phrasen. Egal. Die Endzeit muss, ach ist auch egal. Ich lese das hinterher nochmal vor. Gut, Top 9 Sonstiges. Gibt es was Sonstiges? Mario. Sonstiges ist heute eigentlich 2a. Muni hat mich dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht. Mach weiter. Bericht der Pressestelle. Ich hatte vorhin vergessen zu sagen, für welche Sachen ich zurzeit Pressemitteilungen plane. Damit ihr das wisst, ich möchte was machen zum Handyverbot, zum BGE-Antrag, zum Debattenkulturantrag und zur Aktuellen Stunde Videoüberwachung. Wenn darüber hinaus oder abweichend davon oder dagegen irgendwas ist, dann bitte direkt auf mich zukommen. Wir machen das dann bilateral. Gut, wenn es sonst nichts mehr gibt,
Steht auf dem Zettel anscheinend. Alles klar. Gut, wenn es sonst nichts mehr gibt, dann sind wir am Ende des öffentlichen Teils und kommen jetzt in den fraktionsöffentlichen Teil. Wir verabschieden uns vom Chaos, wir verabschieden uns vom Stream. Grüße an Borken. Hallo Borken. Oh. Oh, gut, dass das Mikro aus war. Oh. So, tschüss Borken, tschüss Chaos, tschüss Stream. Der Lukas kommt euch demnächst in Borken besuchen. Bis dahin.